Ja, dann auch, wenn noch einige Menschen gleich vielleicht dieser Runde beitreten und wir noch mehr werden, heiße ich Sie jetzt hier alle schon mal ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind zu unserer heutigen Veranstaltung unter dem Motto, unter der Überschrift, wir müssen reden über Antifeminismus und zwar über die Angriffe auf Gleichstellung und Selbstbestimmung und natürlich auch, wie wir ihnen begegnen können. Mein Name ist Wiebke Elze. Ich darf hier heute, und es ist mir eine große Freude, dass ich diesen Austausch moderieren darf und damit auch gleichzeitig die Vorstellung dieses neuen Verbundprojektes, das aus dem Bundesprogramm Demokratie Leben vom Bundesministerium für Familie, Sport, Frauen, Jugend, ich glaube, jetzt habe ich die hoffentlich richtige Reihenfolge auch erwischt, dieses geförderte neue Projekt mit dem Titel Antifeminismus begegnen, Demokratie stärken. Das stellt sich hier und damit auch die Gesichter und Menschen, die dahinter stecken und die Angebote. Das ist heute auch die Idee dieses Austauschs, hier diese Vorstellung und die Interaktion dann eben auch mit Ihnen heute zu gewährleisten. Und das soll hier heute folgendermaßen stattfinden, dass ich Ihnen erst einmal hier alle Beteiligten vorstelle, und zwar beginnend mit dem eben schon erwähnten Verbundprojekt, bestehend aus Henning von Bargen. Und damit zeigen sich jetzt auch hier gleich schon mal alle Ihnen mit Gesicht und Sandra Ho von dem Gunda-Werner-Institut der Heinrich-Böll-Stiftung, damit auch dem Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie und heute hier auch mit Gastgebende dieser Runde, dieses Austauschs, dann zusammen mit Sarah Klemm und Ulla Wittenzellner von Dissens, dem Institut für Bildung und Forschung. Und auch hier herzlich willkommen, genauso wie Ans Hartmann und Hanna Beek und Judith Rahner von der Fachstelle Gender, GMF und Rechtsextremismus der Amadeo-Antonio-Stiftung. Hier heute alle für Sie und dafür da mit Ihnen auch ins Gespräch zu kommen. Sie werden gleich alle auch noch nacheinander zu Wort kommen. Und zu Beginn das Phänomen Antifeminismus erst einmal noch kurz einrahmen, einordnen. Worüber sprechen wir hier eigentlich? Was verbindet sich mit dem Phänomen Antifeminismus an Demokratiegefährdung? Und eben aber auch dazu, was die Brückenfunktion, was eben auch die Anschlussfähigkeit, die Attraktivität für viele Menschen betrifft, warum es eben Ihnen, uns in vielen Formen, an vielen Orten und in verschiedenen Ausprägungen begegnet. Und genau dazu begrüße ich dann auch unsere drei Gesprächsgäste aus der sozusagen moderierten Gesprächsrunde hier auf unserem virtuellen Podium. Dazu werde ich mit Juliane Fischer-Rosendahl sprechen, die auch sich hier genauso eben einmal herzlich willkommen kurz schon einmal zeigt, genauso wie Lisanne Heilmann und Hanna Wagner, die ich natürlich noch einmal richtig vorstellen werde, die sich auch genau selbst vorstellen werden und wo es die Möglichkeit für Sie geben wird, mit Ihnen im Rahmen unserer zeitlichen Möglichkeiten ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen. Natürlich wird es diese Möglichkeit auch gleich schon im ersten Teil geben. Dazu noch mal ein paar ganz kurze Hinweise in diesem besonderen Format gleich. Und den dritten Teil dieser Veranstaltung bildet dann die Vorstellung der einzelnen Projekte, natürlich auch noch einmal der damit verbundenen Menschen mit und hinter den Projekten und damit auch den Angeboten, den Möglichkeiten, sich zu vernetzen, zu beteiligen, gemeinsam zu gestalten und auch für Sie, für die einzelnen Projekte oder dass die einzelnen Projekte anschaulicher und greifbarer werden. Dazu dient auch die Projektwebsite. Auch das ist etwas, was hier heute mit präsentiert und vorgestellt werden soll. Den Link dazu werden Sie im Chat finden, genauso wie dort auch schon sich der Ablauf und andere Informationen immer mal wieder für Sie befinden. Und das ist auch eines Ihrer zentralen Beteiligungsinstrumente, der Chat.
und genauso eine Fragen- und Antworten-Funktion. Auch das finden Sie, wahrscheinlich viele von Ihnen, auch schon geübt in diesen Online-Formaten. Links daneben oder je nachdem auf jeden Fall unten in dieser Zeile mit den unterschiedlichen Funktionen der Beteiligung, wo es auch dann das Handheben gibt. Ich wiederhole das aber auch jeweils nochmal an den Stellen, wo das für Sie dann jedenfalls eben auch die Wege sind, sich zu beteiligen, sich auch gern dann an der Gesprächsrunde mit unseren ExpertInnen, die aus ihrer jeweiligen Praxis auch berichten werden, gern dann auch zumindest vereinzelte Wortmeldungen mit Bild und Ton. So viel wollen wir hier auf jeden Fall auch an Austausch ermöglichen. Und deswegen die letzten Worte von mir dazu, damit dieser Austausch hier eben auch für alle gleichermaßen angenehm und möglich sein kann. Nur noch einmal die Bitte, sich eben auch nicht unaufgefordert, auch wenn es mal vielleicht ein wenig der Impuls vielleicht ergeben könnte, das Wort selbst zu nehmen, sondern da wird es immer wieder auch von mir Rücksprache mit meinen KollegInnen geben. Sarah Klemm und Sandra Hu betreuen hier die ganze Zeit den Chat und auch das Fragen- und Antworten-Tool-Format und werden mir immer wieder dann auch zuspielen und den Hinweis geben, wenn es hier Fragen ihrerseits gibt oder eben auch den Wunsch, sich zu beteiligen mit Perspektiven, mit ihren Erfahrungen. Dafür soll hier auch der Raum sein und deswegen nur der kurze Hinweis mit der Bitte auf die eigene Wortwahl, die Achtsamkeit in der Sprache, auch was Pronomen oder eben die Ansprache der jeweiligen Person betrifft. Und damit wir eben hier nicht zu auch vielleicht ungewollten Verletzungen beitragen, sondern vielmehr einer insgesamt auch virtuell wertschätzenden Atmosphäre, in der dann eben auch ganz unterschiedliche Perspektiven Raum haben und nebeneinander Platz haben, ohne hier auch bewertet oder vielleicht sogar abgewertet werden zu müssen. Das ist auch mein Anspruch hier als Moderation für diese kommenden anderthalb Stunden, die wir verbringen. Und damit ich da auch die zeitlichen Absprachen einhalte, bleibt mir nur der allerletzte Hinweis darauf, dass es hier und das auch nur zu internen Dokumentationszwecken aufgezeichnet wird und wir von weiteren sozusagen Aufzeichnungen hier auch absehen, beziehungsweise auch Sie bitten würden, von weiteren Aufzeichnungen abzusehen. Dann noch einmal von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen an Sie alle, an die jetzt noch nicht so sichtbaren, aber im Laufe der Zeit wahrscheinlich auch auf die ein oder andere Weise sichtbar werdenden im Publikum und hier eben auch an unsere Beteiligten des Projekts und Gäste. Und damit übergebe ich jetzt als allererstes einmal schon das Wort zu der Frage, was ist Antifeminismus? Das wird uns jetzt hier in den nächsten Minuten beantwortet. Natürlich auch das immer im Rahmen der Möglichkeiten, aber eben ein erster inhaltlicher Input auch noch einmal zu der Frage, bevor wir in den Austausch miteinander und den Gästen kommen, welche inhaltlichen Positionen und Forderungen, was verbirgt sich eigentlich grundsätzlich hinter dem Phänomen Antifeminismus? Und dazu übergebe ich jetzt das Wort an Judith Rahner, an Henning von Bahren und an Ulla Wittenzellner, die Ihnen hier und uns diesen ersten inhaltlichen Einstieg bereiten. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Wiebke, für die Einführung. Auch von mir nochmal herzlich willkommen an alle Anwesenden. Ich freue mich sehr über das rege Interesse an diesem Thema. Und ich werde jetzt mal den allerersten Anfang machen mit dem Einstieg, wovon sprechen wir eigentlich? Wenn wir von Antifeminismus reden, worüber reden wir hier eigentlich? Worum geht es? Wir werden im Folgenden in den nächsten 15 bis 20 Minuten einmal umreißen, was wir mit diesem Phänomen zu beschreiben versuchen, wer sich dahinter verbirgt. Und ich möchte das Ganze anfangen mit einer aktuellen Beobachtung. Also Antifeminismus begegnet uns im Moment auf ganz unterschiedlichen Ebenen, in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen.
sehr viel. Das kann in sozialen Medien sein, können Angriffe auf der Straße sein, es sind Politiken, die gemacht werden. Und die Beobachtung ist, wir haben im Moment eine sehr große Konjunktur, wenn es um Themen um Geschlecht und Sexualität geht. Henning, kannst du mir die nächste Folie geben, bitte? Das heißt, im Moment haben diese Themen, liegen oben auf, da wird viel darüber diskutiert und die haben ein enormes Mobilisierungspotenzial und zwar auch von konservativer, anti-emanzipatorischer und rechter Seite. Die lassen sich gut in breite Teile der Gesellschaft reintragen und es lässt sich sehr gut Politik machen damit. Die nächste Folie bitte. Wir haben ein bisschen aufgeführt, wie sich das äußern kann. Ich werde nicht alle diese Sätze, die wir hier so exemplarisch gesammelt haben, vorlesen, aber ich greife mal 2, 3 raus. Wir erleben Angriffe oder Aussagen wie Abtreibung ist Mord, Feminismus regiert die Welt, die Gender Studies sind keine objektive Wissenschaft, sondern eine Ideologie oder auch Transmenschen sind eine Bedrohung für Frauenrechte. Diese oder so ähnliche Aussagen begegnen uns eben, wie gesagt, auf ganz unterschiedlichen Weisen und sie haben ähnliche Strukturen oder Grundideen, die dahinter stecken. Die nächste Folie bitte hin. Und zwar einerseits eine Grundüberzeugung, dass es erstens nur genau 2 Geschlechter gäbe, Mann und Frau, die irgendwie natürlich gegeben seien, sei es jetzt über eine biologistische Erklärung oder über eine Gottgegebenheit, dass diesen beiden Geschlechtern ganz bestimmte Rollen zukommen. Das heißt, sie haben bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Eigenschaften, bestimmte Begehrensweisen. Und dass diese beiden Geschlechter sich gegenseitig romantisch und sexuell begehren sollen und sich fortpflanzen, also eine Reproduktionsform. Und diese Grundstrukturen werden ganz häufig, kommt noch eine 4. Dimension dazu, nicht bei allen Unterszenen von Antifeminismus, aber bei vielen, nämlich, dass es irgendwie in unserer Welt in Konkurrenz stehende Nationen, Völker oder Kulturen gäbe. Ich habe hier das parallel gesetzt, natürlich sind diese Begriffe nicht gleichzusetzen, werden aber häufig sehr synonym genannt. Deswegen, genau, das hier mal der Vereinfachung halt halber so aufgezeichnet. Nun, ich möchte dazu sagen, wenn man das jetzt liest, hört sich das erstmal relativ in Anführungsstrichen normal an. Viele Leute gehen davon aus, es gibt 2 Geschlechter. Sind das alles AntifeministInnen? Nein, selbstverständlich nicht. Was der Unterschied ist zwischen Leuten, die erstmal aufwachsen mit einem Wissen oder mit dem vermeintlichen Wissen, es gäbe nur 2 Geschlechter und jemanden, der ein Antifeminist ist oder antifeministischen Politiken, dazu kommen wir später. Klar ist auch, der Begriff Antifeminismus kann irgendwie irreführen. Antifeminismus im Wortsinne stellen wir uns ja vielleicht so vor wie, genau, es hat irgendwas wie mit einer Gegnerschaft zu Feminismus zu tun. Feminismus im engeren Sinne mag es aber nicht, dieses ganze Phänomen zu greifen. Also es geht um mehr. Wie ich vorhin schon sagte, um Gegnerschaft zu Politiken, um Sexualität und Geschlecht viel breiter. Wir haben versucht, das mal auf einen Satz runterzukürzen. Da haben wir den gefunden. Antifeminismus ist die politische Gegnerinnenschaft zur emanzipatorischen Geschlechterpolitik. Gegen wen die sich richtet und was sich dahinter verbirgt, gebe ich jetzt weiter an Henning. Du bist noch stumm geschaltet, Henning. Das war der Klassiker. Ja, also die vielfältigen Angriffe, Abwertungen, mit denen wir, die wir erleben, die du auch gerade zum Teil beschrieben hast, die wir immer wieder auch erleben müssen, richten sich gegen ganz unterschiedliche Personengruppen, Personen und Personengruppen. Und wichtig ist, ich werde jetzt auch nicht alle, die auf der Folie stehen, vorlesen, wichtig ist aber uns nochmal das zu betonen. Auf der einen Seite geht es darum, dass Menschen, die nicht den traditionellen Bildern und Stereotypen von Mann sein, Frau sein entsprechen, auch sich dieser der zweigeschlechtlichen Logik entziehen, dass sie im Fokus sind, aber genauso auch, also das heißt, es geht zum einen um Identitätsfragen, um sexuelle Orientierung, die in einer bestimmten Art und Weise abgelehnt wird von AntifeministInnen. Und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, dass AktivistInnen, dass Personen, die sich politisch engagieren für eine offene Gesellschaft, für eine demokratische Gesellschaft, und auch für die Umsetzung unserer
Gleichheitsrechte in der Verfassung, dass sie angegriffen werden für die Art, wie sie Arbeit machen, wie sie Aufklärung betreiben. Das sind zum Beispiel die LehrerInnen und PädagogInnen, die eine sexualpädagogische Arbeit machen. Es sind Frauen, Frauen of Color, Schwarze, Trans zum Beispiel. Gibt es die Angriffe? Letzte Woche gab es den Angriff auf einen Transmann am Rande der Pride in Münster. Es gibt Angriffe auf JüdInnen, wie bei einem Anschlag in Halle und so weiter. Also da gibt es aus unterschiedlichsten Motiven heraus Angriffe auf Personen, die eben besonders im Fokus stehen und wo es darum geht, immer, wie auch Ulla das gerade schon sagte, ja, eine bestimmte Form von ja, sehr rückwärtsgewandter auch Geschlechterpolitik zu betreiben. Wer jetzt die AkteurInnen sind, auch dazu haben wir natürlich noch mal was auf Folien. Da gebe ich jetzt mal an Judith weiter. Das muss ich mal eben gucken. Danke, Henning. Genau, wir haben natürlich ein ganz, ich müsste mal sagen, fast ein Kessel buntes, was antifeministische AkteurInnen angeht, die rückwärtsgewandten Geschlechterpolitiken eben versuchen auch voranzutreiben. Und ich habe das mal versucht, in einem Schaubild etwas mehr darzustellen oder plastisch zu machen. Und das ist natürlich leider nicht vollständig. Aber das sind sozusagen die ersten, die einem auffallen, wenn man sich auf diesem regelrechten Schauplatz oder Gender, Sexualität, Identität ist ja ein regelrechter Schauplatz von einigen Akteuren, die versuchen da eben Geländegewinne zu haben und alles, was irgendwie mit Modernität zu tun hat, mit Diversität in der Gesellschaft zu tun hat, irgendwie wieder zurückzuschrauben und gegen Gleichstellung zu agitieren. Und das werde ich jetzt auch nicht alles in allem Detail aufgreifen, aber mir ist nochmal wichtig, so ein Spektrum aufzuzeigen, wie groß das auch ist und wie weit es auch in die Mitte der Gesellschaft hineinragt. Also es ist nicht so, dass das jetzt nur von irgendwelchen gesellschaftlichen Rändern ausgehen würde, diese Agitation, sondern natürlich hat das auch mit der Mitte der Gesellschaft, mit vielen Leuten, auch in unseren Umfeldern, in unseren beruflichen, aber privaten Umfeldern auch zu tun. Oder vielmehr, da trägt es Früchte oder schlägt auf fruchtbaren Boden. Also wen wir auf jeden Fall haben und wer auch am lautesten wahrnehmbar sind, sind die ganzen Schreihälse, so will ich es mal etwas despektierlich sagen, die man in vielen Social-Media-Kanälen findet. Es gibt ja ganz, ganz absurde Seiten, von denen wir wahrscheinlich im Leben noch nie gehört haben. Da will ich jetzt auch gar keine Werbung für machen, aber da sind so die rechten Trolls unterwegs, da sind auch einige Männerrechtler unterwegs. Es gibt auch explizite Webseiten, wo feministisches Wissen wirklich auf, ja, einfach auf rechts gedreht wird, hätte ich jetzt fast gesagt, und wo das ad absurdum geführt wird, wo feministische Personen vorgeführt werden, die so als Prangerportal auch dienen. Dann gibt es AkteurInnen, antifeministische Akteuren, die tun so, die geben sich so ein bisschen den wissenschaftlichen Anstrich, das ist so diese scientistische Szene, die Sie da sehen oder die ich da aufgeführt habe. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Parteien, gerade rechte Parteien sind da ja ganz weit vorne, allen voran natürlich die AfD, die das von Anfang an, also das können Sie wirklich nachverfolgen anhand der Wahlplakate und Social-Media-Auftritte, immer alles, was zum Thema Gender hat, immer von Anfang an schon in ihrem Parteiprogramm mit aufgenommen hatte. Also es ist nicht so, dass sie das als Spielfeld irgendwann mal erkannt hätten, sondern von vornherein mit drin haben. Und natürlich auch Akteuren von großen Volksparteien, einzelne Parteifunktionäre, die da auch immer wieder mit unangenehmen Anti-Gender-Rhetoriken auffallen. Wir haben Jugendbewegungen, darauf will ich jetzt auch gar nicht im Detail eingehen. Wir haben eine feministische, antifeministische Akteurin, die auch, und das ist auch wichtig zu betonen, die transnational unterwegs sind, mit sehr viel Geld, teilweise aus irgendwelchen rechten Ecken, teilweise aus irgendwelchen erzkatholischen Ecken, wie auch immer. Aber sie sind eben transnational vernetzt, vielleicht sogar besser, als wir das teilweise sind. Also da müssen wir auch dringend hingucken, was international sich auf im Feld von antifeministischen Akteuren so tut. Wir haben eine ganze Reihe von christlichen AkteurInnen, eben erzkonservative, christliche, evangelikale Kreise, allen voran CatNet, IdeaNet, das sind so diese Internetportale. Da wird einem regelmäßig schlecht, wenn man sich da irgendwelche Artikel mal anschaut, wie die Frauen und Männer konzipieren und welche Rolle die jeweils in der Gesellschaft spielen sollten. Das ist ein sehr, sehr rückwärtsgewandtes Geschlechterbild. Und damit wir das alles auch nicht vergessen, natürlich spielen auch Leitmedien eine große Rolle. Und auch Leitmedien, die wir alle auch konsumieren, allen voran beispielsweise Frankfurter Allgemeine Zeitung. Da ging es schon relativ früh los, dass man gegen Gender Mainstreaming agitiert hat, also einzelne AutorInnen agitiert haben, politische Geschlechtsumwandlung sei das alle,
alles. Ich erinnere auch an Birgit Kelle, CDU-Mitglied und in sehr vielen Talkshows unterwegs und immer wieder auch zum Thema Gender auf den Bestsellerlisten in Amazon. Also das ist sozusagen ein ganz kurzer Ritt durch die antifeministischen AkteurInnen, die wir derzeit so auf dem Schirm haben sollten. Und da werden wir auf jeden Fall nochmal genauer hingucken, was da so die Strategien sind. Genau, vorhin, Ulla Wittenzellner hat es vorhin schon gesagt, Antifeminismus, was ist das eigentlich für uns? Politische Gegnerinschaft gegen emanzipatorische Geschlechterpolitiken. Das ist jetzt wirklich der Satz, auf den sich das sozusagen fokussieren könnte. Das bedeutet eben auch, dass queerfeministische Anliegen und Kämpfe, dass die pauschal, aktiv und vor allen Dingen auch meistens organisiert zurückgewiesen werden oder teilweise auch schon bekämpft werden. Und es geht eben nicht darum, dass irgendwie es irgendwie einen sexistischen Spruch gibt oder dass Heinz und Inge ein bisschen das komisch finden, wenn alle Leute jetzt so geschlechtergerechte Sprache verwenden, sondern es geht wirklich darum, das aktiv und organisiert auch zurückzudrängen. Und da ist auch eben auch der große Unterschied zu Sexismus und Antifeminismus, will ich auch kurz anreißen. Das ist eben nicht gleichbedeutend mit jeder Form von Sexismus, wenngleich es darauf aufbaut. Und Sexismus meint ja ein Hierarchieverhältnis zwischen Mann, Frau, Männlichkeit, Weiblichkeit, und Männlichkeit wird eben privilegiert und Weiblichkeit diskriminiert. Das ist eben das, was wir unter Sexismus verstehen. Und es gibt ein ganz, ich möchte mal sagen, plastisches Beispiel dafür. Wenn man sagt, Frauen können nicht einparken, dann ist das eine sexistische Aussage. Wenn ich mich jetzt aber organisiert dagegen wende, dass Frauen überhaupt Auto fahren dürfen, dann bin ich in antifeministischen Kreisen unterwegs. Und das zeigt vielleicht auch nochmal die verschiedenen Ebenen, was wir unter Sexismus oder unter Antifeminismus verstehen. Und das lässt sich natürlich nicht immer alles trennscharf voneinander unterscheiden, aber es ist eben nochmal wichtig, darauf hinzuweisen. Es ist sehr vielschichtig, hat ganz unterschiedliche Facetten, eine große Spannbreite und hängt sehr, sehr eng mit Ungleichwertigkeitsideologien zusammen. Also Rassismus, Homo- und Transfeindlichkeit, Antisemitismus, das kann man nicht alleine denken. Also ein Antifeminist ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch transfeindlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch rassistisch. Das zeigen auch die ersten Studien, die es in dem Feld Gott sei Dank mittlerweile gibt. Und zuletzt möchte ich wenigstens noch mal ein Wort auch droppen. Antigenderismus gehört ja auch dazu. Ist ein, Forschung sagt auch, eine modernisierte Form von Antifeminismus, die ja schon von Hedwig Dohm beschrieben wurde, Antifeminismus. Und Anti-Gender-Bewegung richtet sich eben alles gegen Gender-Mainstreaming, Gender-Studies und so weiter. Das ist so eine bisschen modernisierte Form. Genau, und ich bin sehr froh, dass wir mit unserem Projekt heute starten und uns jetzt dagegen wenden können. Und ich gebe wieder ab an Henning. Genau, da muss nochmal das Mikro wieder eingeschaltet werden, lieber Henning. Ja, du hattest ja gerade schon angesprochen, dass die Überzeugungen, die antifeministischen, durchaus weiter verbreitet sind. Und dazu gibt es so ein paar Zahlen auch, die in der Leipziger Autoritarismusstudie 2020 erhoben wurden. Die wollte ich jetzt mal kurz zeigen. Einige von Ihnen werden die wahrscheinlich kennen. Und da wurde auch nochmal erhoben, auch repräsentativ, dass Antifeminismus in Deutschland in allen gesellschaftlichen Bereichen sehr weit verbreitet ist. Und 47,3% der Männer und 28,7% der Frauen zumindest einer antifeministischen Aussage zustimmen. Das heißt, also eher offen sind für antifeministische Ideologien, Narrative und Erzählungen. Und wenn es dann mehrere mehrere Zustimmungen gibt zu mehreren Aussagen, dann kann man feststellen, dass es doch fast etwas mehr als ein Viertel der Männer, also 27,3% der Männer und 12% der Frauen, ein manifest antifeministisches Weltbild haben, also schon eher ein geschlossenes. Das zeigt auch nochmal, es ist sehr breit in unserer Gesellschaft schon verankert, antifeministische Überzeugungen und Ideen. Und auch die Studie zeigt auch, dass das über Geschlechtergrenzen hinweg, über Sozialisationsorte, in verschiedenen Altersgruppen, auch bei unterschiedlichsten Einkommenslagen sich zeigt, ebenso wie bei unterschiedlichen Bildungsgraden. Also es ist nicht so, man könnte ja auf die Idee kommen zu sagen, ach ja, das betrifft eine kleine Minderheit, das sind irgendwelche Rechtsextremen und wir können uns der Tagesordnung wieder zuwenden. Nein, antifeministische Überzeugungen sind sehr breit vertreten.
Allerdings gibt es auch so ein paar herausragende schon Ergebnisse. Also häufiger zeigen sich antifeministische Überzeugungen bei Männern, bei über 61-jährigen Ostdeutschen und Personen mit geringem formalen Bildungsabschluss. Die ragen so ein bisschen heraus, aber eigentlich ist es breit verankert. Was auch wichtig war und die Autoritarismusstudie gezeigt hat, ist, dass religiöse Dogmatismen auch solche Überzeugungen bestärken. Wir denken an die gerade schon erwähnten fundamental-christlichen zum Beispiel Gruppierungen, evangelikale, ultrakatholische, aber auch manche muslimische Gruppierung. Also da das und Überzeugung spielt da mit hinein. Das ist also wichtig, sich nochmal zu vergegenwärtigen. Wir haben es mit einem sehr breiten Phänomen zu tun. Und das ja, führt mich auch zu dem Punkt zu sagen, dass Antifeminismus eine Brückenfunktion zu dieser sogenannten gesellschaftlichen Mitte oder sogenannten gesellschaftlichen Mitte darstellt. Also es geht nicht nur um Antifeminismus und Rechtsextremismus, der irgendwie zusammenspielt oder die zusammenspielen, sondern eben ist diese Überzeugungen, diese Narrative, die auch vorhin Ulla schon erwähnt hatten, die finden sich, wie gesagt, auch in der Mitte der Gesellschaft. Und man kann feststellen, und die Forschung hat es auch gesehen, dass diese Kritik an Gender oder antifeministische Überzeugungen als Kitt fungieren zwischen zum Beispiel rechtsextremen Ideologien und anderen Ideologien und zum Beispiel konservativen Mitte. Also da trägt das dazu bei, dass dann auch rechtsextreme Ideologien mit normalisiert werden und in die Mitte der Gesellschaft hineingetragen werden. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass es eine enge Verbindung gibt zwischen diesen antifeministischen Überzeugungen, Ressentiments und dem auf den Erhalt traditioneller Rollenbilder ausgerichteten Sexismus. Judith hat es gerade schon erwähnt, also es gibt eine große Überschneidung. Und dadurch passiert es eben, dass sich da Allianzen über verschiedene ideologische Strömungen hinweg bilden. Und wichtig ist eben da immer zu unterscheiden, die Ebenen, wie Judith auch sagte, bei den antifeministischen AkteurInnen geht es darum, die sind politisch angetrieben, während sexistische Überzeugungen oft was zu tun haben mit Traditionsbewusstsein, mit Autoritätsglauben oder Konventionalismus. Zum Abschluss vielleicht nochmal die Betonung, auch aus unserer Sicht. Wir halten oder wir denken, Antifeminismus ist wirklich antidemokratisch. Und das hat damit zu tun, dass hier gegen Verfassungsrechte agiert wird, gegen Menschenrechte und damit grundlegende Werte unserer Demokratie in Frage gestellt werden und Antifeminismus dadurch eben die Aushandlung auch von Geschlechterverhältnissen versucht zu unterbinden, eine demokratische zu unterbinden und damit bekämpft. Was wir auch sehen, auch in der Autoritarismusstudie, ist, dass es zunehmend antifeministische Einstellungen auch mit Gewaltbereitschaft verknüpft sind. Und ich hatte ja gerade schon ein paar Beispiele genannt, dass auch nicht nur potenziell, sondern tatsächlich in Gewalt umschlägt. Also die Gefahr ist gegeben. Und nicht zuletzt auch gerade schon ein bisschen erwähnt, eine antifeministische Überzeugung fungiert dann auch als Erkennungsmerkmal für teils auch völkisch ausgerichtete, jetzt antimoderne Allianzen verschiedener AkteurInnen, auch über verschiedene ideologische Strömungen hinweg. Das ist das muss man sehen, das ist bedrohlich und kann gar nicht oft genug gesagt werden, dass diese Entwicklungen im Blick behalten werden müssen, dass wir uns dagegen wehren müssen. Und auch deswegen ist es uns wichtig zu sagen, mit diesem Projekt Antifeminismus begegnen, Demokratie stärken, wollen wir einen Beitrag dazu leisten. So ja, vielen Dank. Vielen Dank schon mal, Judith, Henning und Ulla, für diesen Einstieg. Genau, und auf welchen Wegen ja auch hier das Projekt nochmal ganz konkret ansetzt. Dazu kommen wir gleich noch. Auch noch einmal zu konkreten Erscheinungsformen des Antifeminismus in zumindest einzelnen Aspekten. Aber vorher auch nochmal an Sie die ausdrückliche Einladung,
weitere Fragen zu stellen, vielleicht auch Erfahrung zu teilen. Auch mit Erfahrung hat ja dieser kleine Einstieg begonnen. Das Fragen- und Antworten-Tool wurde auf jeden Fall schon ganz rege genutzt. Hier gab es schon Nachfragen, sowohl zu den ganz konkreten Aussagen, die in der Autoritarismus-Studie abgefragt wurden, als auch dazu, wo diese Studie zu finden ist. Das findet sich hier auch für Sie zum Nachlesen mit den jeweiligen Antworten. Und trotzdem nochmal an Sandra, an dich die Frage, gibt es hier noch weitere Fragen gerade, die vielleicht mir noch aus dem Blick geraten sind? Gerade kam noch die Frage rein, ob es noch eine Erläuterung zur Brückenfunktion gibt. Genau, wer hat da vielleicht zumindest zuerst spontan Lust darauf zu antworten? Ich glaube, Henning, wenn ich mich recht erinnere, ist es gerade nochmal bei dir gefallen. Magst du da vielleicht direkt darauf antworten? Ja, die Brückenfunktion besteht darin, dass antifeministische Einstellungen, die eben sich vielfach auch bei rechtsextremen AkteurInnen finden, eben sich auch wiederfinden bei anderen Konservativen oder auch Menschen, Gruppen in der gesellschaftlichen Mitte. Und auf diese antifeministischen Überzeugungen können sich diese meist verständigen, auch wenn sie sonst ideologisch ganz unterschiedlich unterwegs sind. Und das ist so diese Brückenfunktion. Und dann gibt es plötzlich Allianzen. Also wenn wir das Narrativ Frühsexualisierung nehmen, was besorgte Eltern zum Beispiel geprägt haben und sich gegen Sexualaufklärung in der Schule wenden, gegen einen bestimmten Bildungsplan, dann wird dieses Narrativ auch in extremen Rechten von zum Beispiel Identitären bemüht. Und so gibt es da Diskurskoalitionen und es entsteht eine Brücke für diese Debatte. Und damit erscheint also auch diese ideologische Rechte viel größer, als sie tatsächlich ist. Ja, Ulla. Ich würde vielleicht noch was ergänzen. Also als Brückenfunktion in breite Gesellschaftsteile hinein. Weil wir in einer Gesellschaft leben, die trotzdem weitgehend immer noch davon ausgeht, es gibt nur zwei Geschlechter und die von Sexismus und Transfeindlichkeit durchzogen ist, sind, glaube ich, ganz viele antifeministische Aussagen erstmal sehr, sehr anschlussfähig, weil sie Leuten normal vorkommen. Ich bin auch damit groß geworden, dass das Wissen, was ich hatte, war erstmal, es gibt zwei Geschlechter und es hat eine Weile gebraucht, um zu lernen, das stimmt nicht. Ich glaube, für viele Leute ist es auch so verlockend zu hören, ach ja, das, was ich schon immer gedacht habe, das stimmt schon irgendwie, das ist schon richtig. Und die anderen sind die Spinner, die jetzt einen dritten Geschlecht eintragen wollen und so weiter. Und ich glaube, das ist auch was lockt an antifeministischen Aussagen und auch Politiken, dass sie ganz viele Leute in so einer, Sicherheit wiegt, doch schon irgendwie alles immer richtig gemacht zu haben. Und ich würde sagen, auch dahin schlägt das eine Brücke oder hat es eine Scharnierfunktion sozusagen, ist sehr anschlussfähig. Dazu passt vielleicht auch, wenn ich das hier direkt mal so anschließen darf, ein Kommentar aus dem Fragen- und Antworten-Tool. Sie sprechen von rückwärtsgewandten Vorstellungen von Gender und Gesellschaft. Ich würde dem gern hinzufügen, dass sich antifeministische AkteurInnen, insbesondere auch der Manosphäre, auf imaginierte und romantisierte Ideen einer, in Anführungsstrichen, heilen, strukturierten Vergangenen und wiederum in Anführungszeichen vom Feminismus gefährdeten Gesellschaft beziehen. Wie würden Sie dies verorten oder fällt das für Sie unter rückwärtsgewandt? Genau, zukünftig, ich habe das ganz vergessen zu sagen, wenn Sie aus dem Publikum direkt auch die Frage an eine der drei Personen jeweils richten wollen, schreiben Sie das gern auch dazu. Und ansonsten würde ich auch hier vielleicht direkt nochmal so in die Runde fragen, ob es dazu direkt einen Impuls gibt, das zu beantworten, einzuordnen, auch nochmal, ob diese Idee eben einer heilen, vielleicht ja auch genau vor modernen Gesellschaft als rückwärtsgewandt eingestuft wird oder wie verortet. Ich spring mal direkt rein, Sie können ja gerne noch ergänzen. Für mich ist dann immer die Frage, für wen war die Welt eigentlich wann wie heile, für wen war sie es eben nicht. Ich finde es eine super interessante Frage, weil ich glaube, da steckt eben auch genau das, ab wann ist was auch antifeministisch hin?
Also wenn man eben dann organisiert versucht, diese heile Welt, die eben für ein paar Menschen heile ist, wiederzuholen, notfalls auch gewaltvoll wiederzuholen. Und da ist die Bandbreite ja sehr groß. Also ich kann irgendwie am Schreibtisch sitzen und Zeitungsartikel dazu verfassen, wie schlimm dieser Genderwahn ist und wie schlimm, was das alles mit Männern macht. Da steckt ja auch ganz viel, ich will es jetzt zwar nicht verniedlichen, aber Ängste hinter dem Mann auch zu entmännlichen. Und das sind alles irgendwelche Narrative, die uns ja auch bekannt vorkommen. Also wenn Sie mal mit Ihrer örtlichen Gleichstellungsbeauftragten sprechen, die vielleicht seit 20, 30 Jahren im Dienst in der Kommune tun, die können Ihnen auch ein Lied davon singen, seit wie langer Zeit schon gegen genau dieses gegen die Gleichstellungsarbeit agitiert wird. Und das sind alles eben Narrative, die uns auch durchaus bekannt vorkommen. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was alles neu vom Himmel fällt. Aber die werden natürlich ideologisch auch neu verpackt. Und ja, dieses teilweise ist da eben auch die Sehnsucht nach irgendwelchen vermeintlich guten vergangenen Zeiten drin. Und das würde ich dann als rückwärtsgewandt beschreiben. Aber wenn da eben ideologisch und politisch zu agitiert wird und mobilisiert wird, dann sind wir eben auch in der ideologischen antifeministischen Ecke. Und das ist auch genau das, wogegen wir uns dann auch wenden oder wo wir versuchen aufzuklären, wann sind eben auch Weltbilder geschlossen antifeministisch. Henning von Bang hat's vorhin nochmal versucht herauszustellen, dass es ja jetzt auch die ersten Untersuchungen dazu überhaupt gibt. Aber wie fragt man das eigentlich ab? Sind diese altmodischen sexistischen Bilder, die wir so haben, die Frau gehört an Herd und so weiter, ist das eigentlich, bildet das oder die Frage danach, bildet das eigentlich Antifeminismus ab? Und wir brauchen erstmal auch die Werkzeuge, um zu gucken, wie kann man das alles erfassen? Wie zeigt sich eigentlich Antifeminismus? Das ist einfach ein wirklich komplexes Feld. Aber ja, rückwärtsgewandt ist sozusagen der Nährboden, auf dem sich dann alle auch einig sind. Und von da aus ziehen dann eben die IdeologInnen auch los. Ja, Ulan? Mal wieder eine kleine Ergänzung. Ich glaube, das, was ja da drin steht, ist, rückgewandt ist auf eine Art und Weise immer rückgewandt zu einer vermeintlichen Vergangenheit. Ne? Also sind tendenziell stecken da ja so Bilder so von 50er-Jahren-Idealen drin, die auch da nicht viele Leute tatsächlich gelebt haben. Aber selbst wenn wir 200 Jahre zurückgehen, gab es ganz schön andere Geschlechterbilder. Ich glaube, das bezieht sich nicht nur auf Manosphäre, die so ein Ideal von, wie das früher alles vermeintlich war, haben, sondern auf sehr viele konservative antifeministische AkteurInnen. Und vielleicht auch irgendwie ist das tendenziell so, dass wir so ein Bild haben von, so war das früher, was nahezu nie stimmt oder wenn dann auf einen sehr kurzen Zeitraum abgebildet. Also genau, rückgewandt ist auch ein bisschen ein Versuch zu sagen, genau, was das für ein Mindset ist, obwohl es tendenziell sich nicht auf eine reale historische Vergangenheit bezieht, würde ich sagen. Dankeschön. Genau, jetzt komme ich schon an den Punkt als Moderation, wo ich hier den zumindest für Sie als Publikum schon mal transparent machen muss, dass wir wahrscheinlich nicht schaffen werden, alle hier aufkommenden Fragen jetzt im Rahmen dieser Zeit zu beantworten. Es gibt gleich auch natürlich nochmal dann mit den weiteren GesprächspartnerInnen für Sie die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen. Aber vielleicht wählen wir hier nochmal so 3, 4 oder wähle ich gemeinsam mit meinen KollegInnen aus, um die zumindest nochmal anzusprechen. Es gab hier eine Nachfrage, vielleicht lässt sich das relativ kurz auch nochmal beantworten, ob es bereits Forschung zu antifeministischen Einstellungen dezidiert bei Jugendlichen gibt. Weil auch du, Judith, gerade noch mal so das auch angesprochen hast, nicht? Auch zur Erhebung grundsätzlich. Aber gibt es dazu, hat da jemand von euch entweder dazu noch mal spontan einen Impuls oder auch die Nachfrage zu antifeministischen Strömungen im, in Anführungsstrichen, linken Lager? Vielleicht da weniger die Frage nach Forschung, sondern hier in Klammern auch als Intention, um da auch in den eigenen Reihen kritisch nachzusehen, also die eigene Reflexion sozusagen in auch linken Lager. Gibt es dazu vielleicht nochmal eine kurze Rückmeldung vom Podium? Ja, Henning. Ja, vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis auf die Leipziger Autoritarismusstudie. Da ist zumindest, sind ja auch Alterskohorten mit erhoben worden, sodass da also über die Altersgruppen hinweg auch gesehen werden kann, welche Personengruppen sich wie antifeministisch verhalten oder auch nie. Aber dezidiert zu Jugendlichen kenne ich im Moment keine Studie. Das müsst ihr eventuell nochmal nachgucken und nochmal nachliefern. Ob es antifeministische Strömungen im linken Lager gibt, also ich zumindest, wenn es um bestimmte Narrative geht, Erzählungen oder auch sexistische Äußerungen, sowas erleben wir auch im grünen oder auch im linken Lager.
Ob das dann schon dezidiert antifeministisch ist, das möchte ich mal offen lassen oder hingestellt sein lassen. Aber es gibt zumindest im Diskurs da Überschneidungen. Und insofern ist es wichtig, auch immer in die eigene politische Gruppe hinein zu gucken, was passiert da und mit welchem Interesse werden auch Abwertungen, homo-, transfeindlich, frauenfeindliche Äußerungen getätigt und steckt da ein politischer Antrieb dahinter oder geht es eher um andere Haltungen da? Dankeschön. Und Sarah Klemm hat sich in der Zwischenzeit auch ergänzend nochmal zu der Frage von antifeministischen Einstellungen bei Jugendlichen und der Forschung dazu gemeldet. Dann gebe ich dir, Sarah, auch nochmal direkt das Wort dazu. Wenn ich das jetzt hier in dem Fragen- und Antworten-Tool richtig verstanden habe. Oder das ist ein Fehler in der Anzeige, sagt Sarah, das stimmt nicht. Ich habe aber eine Ergänzung zu den Linken. Entschuldigung. Und zwar, ich würde sagen, das Problem gibt es noch von der anderen Seite. Und zwar, es gibt Leute, die ich als Antifeministen bezeichnen würde, die sich selber als links bezeichnen. Ich finde, die Frage ist, sind sie deswegen links? Aber gerade aus so einer Männerrechtler-Szene, wo Leute explizit sagen, sie verstehen sich als Linke, genau, und die möglicherweise in anderen Bereichen auch Einstellungen teilen, denen ich nicht so fern bin, von denen ich trotzdem definitiv sagen würde, mit dem frauenfeindlichen Bild, was da drin steckt, und dem transfeindlichen Bild, ist das für mich keine Person, die links ist. Genau, wer hat das Recht, da wen zu labeln, ist natürlich eine andere Frage, die da drin steckt. Dankeschön und vielen Dank auch für den Hinweis hier. Genau, dann gehen wir vielleicht einfach nochmal, nehmen wir diese Frage mit, sowohl nach der Forschung, als auch hier wurde nochmal sowohl auch nachgefragt, ob sich dieser auch Backlash, der gesellschaftlich wahrnehmbar ist, den vielleicht auch viele von uns wahrnehmen, ob der sich empirisch erfassen und belegen lässt, genauso wie es hier einfach nochmal Nachfragen danach gibt, wie auch einzelnen Positionen begegnet werden kann. Das würde ich sagen, können wir wirklich auch gleich nochmal in die Gesprächsrunde und den weiteren Verlauf dieser Veranstaltung mitnehmen. Auch hier im Fragen- und Antworten-Tool finden sich noch weitere Erfahrungsberichte. Nutzen Sie das gern auch noch weiter dafür. Und genau, vielleicht als letzter Punkt, der hier nochmal auch im Chat auftauchte, das ist ja eben grundsätzlich auch nochmal mit diesem Backlash eben auch ein genderpolitischer Fortschritt verbunden ist, vielleicht auch eine Perspektive, die wir hier für das Projekt mitnehmen. Und damit erstmal ganz herzlichen Dank an Judith Rahner, Henning von Bagen und Ulla Wittenzellner. Natürlich bleiben auch die drei uns noch hier erhalten, sondern wir gehen einfach nur sozusagen auf dem Podium jetzt nochmal zum Gesprächskreis und kommen weiter miteinander ins Gespräch. Vielen Dank euch dreien schon einmal. Und damit darf ich jetzt auch überleiten und eben auch vielleicht gleich Fragen hier von Ihnen mitnehmen zu meiner moderierten Gesprächsrunde mit Juliane Fischer-Rosendahl. Herzlich willkommen, Lisanne Heimann und Hanna Wagner. Wahrscheinlich haben Sie jetzt auch schon von diesen ersten Fragen und auch Beiträgen aus dem Publikum, aus dem Chat, stelle ich mir vor, im Kopf ganz viele Anknüpfungspunkte, so geht es mir auch. Und die Möglichkeit sollen Sie jetzt auch haben, zusammen natürlich auch nochmal mit einer adäquaten Vorstellung, das kam eben alles noch ganz kurz, und nochmal an Sie im Publikum gerichtet, auch die Möglichkeit, weitere Nachfragen und auch Beiträge hier zu teilen und sich jetzt eben auch mit der Handheben-Funktion sehr gern auch vereinzelt zu Wort zu melden mit Bild und Ton, damit Sie auch genau gar nicht immer meine Übersetzung dafür brauchen. Aber wir beginnen erst einmal und ich beginne mit Ihnen, Hanna Wagner, ganz herzlich willkommen und natürlich auch nochmal insgesamt an Sie drei. Schön, dass Sie diese Veranstaltung heute mit uns bereichern, mit Ihren Erfahrungsberichten aus der Praxis und dem, was Sie im Bereich Antifeminismus wahrnehmen. Wir hatten eben schon im Input eingangs Stichworte wie Reproduktionsanforderungen oder eben auch die Kämpfe um Selbstbestimmungsrechte
Hanna Wagner, Sie arbeiten bei der Beratungsstelle Pro Familia in Frankfurt am Main und, wenn Sie mögen, sich und damit auch Ihre Tätigkeit dort im Rahmen dieser Beratungsstelle vielleicht für uns ganz kurz einmal zu schildern und auch in welcher Form Ihnen da eben antifeministische Positionen begegnen. Herzlich willkommen. Hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Genau, ich heiße Hanna Wagner, ich arbeite bei der Pro Familia Frankfurt. Ich glaube, viele Menschen sagen hier Pro Familia was. Ich sage trotzdem noch mal kurz was dazu. Das ist eine sehr bundesweit sehr gut vernetzte Beratungsstelle und geht eben viel um die Themen Sexualität, Gesundheit, aber eben auch Schwangerschaft und auch Schwangerschaftsabbruch. Und ich würde sagen, politisch ist gerade das Thema Schwangerschaftsabbruch auf das, was mit Pro Familia am häufigsten in Berührung kommt. Das passiert eben auch sehr oft. Also die Pflichtberatungen sind auf jeden Fall ein täglicher Baustein auch in der Arbeit. Aber generell finden eben auch Beratungen zu anderen Themen statt, eben auch finanzielle Hilfen in der Schwangerschaft oder sexuelle Bildungsveranstaltungen an Schulen. Politische Arbeit ist eben auch ein Teil und eben ein Einstehen für die reproduktiven Rechte, die eben ein Grundstein sind für unsere Arbeit. Das geht eben nach der sogenannten Charta für sexuelle und gesundheitliche Rechte. Und da beinhaltet eben auch das Recht, aber dass man Recht auf Informationen hat, dass man eben Zugang dazu bekommt. Und dafür sind wir da und in Frankfurt auch schon so seit 60 Jahren und leider hat Frankfurt auch ein bisschen Presse gemacht die letzten Jahre, auch aus dem Grund, dass christliche Fundamentalistinnen sich entschieden haben, seit 2017 vor der Beratungsstelle zu stehen, zweimal im Jahr und dort zu beten und zu singen. Und Menschen, die in die Beratungsstelle zur Pflichtberatung kommen und ganz zufällig dann eben auch alle anderen Menschen, die zu uns zu Besuch kommen, eben zu beeinflussen. Die stehen dann mit Plakaten, da stehen dann so Sätze drauf wie Mama, nimm meine Hand und nicht mein Leben. Also man kann sich den Pathos und die Polemik auf jeden Fall vorstellen. Und da gehört eben auch viel, ganz viel rechtlicher Streit dazu. Dann haben wir natürlich versucht, die standen erst ganz, ganz nah vor der Beratungsstelle. Dann wurde versucht, eine Schutzzone zu bekommen. Und dann wurde das so 150 Meter gegenüberzustellen. Das ist aber leider ein großer Platz. Das bedeutet, es ist auf jeden Fall noch eine sehr dolle Sichtbarkeit vorhanden und man kommt auch an denen nicht vorbei. Also der Eingang ist immer noch zu dem Platz, auf dem das ist, ist quasi direkt an denen vorbei. Das bedeutet, ein Nichtsehen ist quasi auch unmöglich. Dann durften sie mal kurz nicht da stehen. Jetzt dürfen sie seit diesem Jahr wieder da stehen. Also es ist ein Hin und Her mit der Berufung. Jetzt gerade ist die politische Lage so, dass unsere Berufung, die wir natürlich wieder eingereicht haben, gescheitert ist und die da stehen dürfen. Und da kommen bei uns natürlich ganz viele Fragen auf, weil dann in der Begründung steht, es würde sich um eine gefühlte Beeinträchtigung handeln, weil sie eben die Leute nicht ansprechen, sondern da halt eben stehen. Ich muss jetzt mal ganz plakativ sagen, was ist eine praktische Beeinträchtigung? Ist es, die Leute in den Bein zu stellen? Weil natürlich ist das, wenn sie da stehen, eine Art der versuchten Beeinflussung, weil und das Argument der Meinungsfreiheit, was eben auch sehr oft damit irgendwie in Verbindung steht oder gebracht wird, zieht halt auch nicht, weil Meinungsfreiheit würde bedeuten, man geht auf anderen Ebenen, sagt seine Meinung, weil Pro Familia macht die Regeln nicht und gerade die Personen, die in die Beratungsstelle kommen, machen die Regeln nicht. Und da geht es nicht nur um Meinung, um irgendwie Schwangerschaftsabbruch, sondern es geht irgendwie um wirklich meine Beeinflussnahme von den Personen. Und ganz oft sind die Personen, die in diese Pflichtberatung kommen, gar nicht so involviert in politische Kämpfe. Und das ist auch deren gutes Recht, weil die eben, ich kann nicht mal sagen, es ist deren Recht, diese Beratung wahrzunehmen, weil sie sind dazu verpflichtet. Aber sie müssen in diese Beratung und werden dann auch noch so Austragungsort für politische Kämpfe. Und das finde ich super, super gefährlich und ein sehr gutes Beispiel für antifeministische Positionen. Genau. Und gleichzeitig merken wir das auch im Bereich der sexuellen Bildung sehr, sehr oft. Also dass da also sowohl die Gegenargumente gegen sexuelle Bildung als auch andere Bestrebungen, die das sexuelle Bildung nennen, aber vielleicht nicht sexuelle Bildung drin ist. Genau.
Ja, vielleicht genau. Magst du dazu auch gleich, oder mögen Sie, wir waren ja genau beim Sie, Entschuldigung, gleich nochmal auch mehr sagen und natürlich auch hier nochmal die Einladung an Sie im Publikum. Genau, Sie haben es gerade schon angefangen zu beschreiben, also sowohl die juristischen Auseinandersetzungen, die mit den ja eben auch christlichen, sich selbst LebensschützerInnen nennenden, ne, Protesten verbunden sind, als dann auch mit dem ganz praktischen täglichen Umgang damit. Und jetzt genau auch etwas, was mir gar nicht so klar war von vornherein, dass Sie ja eben neben dieser Konfliktberatung und all den Angeboten ja aber eben auch noch im Bereich sexuelle Bildung und Sexualpädagogik auch tätig sind. Und was da, genau, vielleicht werf gern nochmal darauf ein Schlaglicht, welche besonderen Herausforderungen damit eben auch verbunden sind, also sowohl im ganz praktischen Umgang oder dann auch in der jeweiligen sozusagen Konfrontation, aber vielleicht auch nochmal, was Strategien hier betrifft, eben auch von antifeministischer Seite, die wir, genau, derer wir gewahr sein sollten. Ja, sehr gern. Ach genau, in der täglichen Arbeit in der sexuellen Bildung ist das ganz unterschiedlich. Also das ist, da würde ich tatsächlich nicht von antifeministischen Bestrebungen handeln, weil wir haben ja die schöne Definition gerade auch nochmal gehört. Das ist eher dann auch ein alltäglicher Kampf auch gegen natürlich irgendwelche Vorurteile oder binäre Geschlechtervorstellungen. Und das ist ja natürlich aber Teil des Jobs und total vertretbar. Damit können wir gut arbeiten. Natürlich meistens, natürlich gibt es immer auch Ausreißungen, aber so, wo ich wirklich Bauchschmerzen bekomme, ist dann drauf zu gucken, was es denn für andere Strategien gibt von wirklich antifeministischen Bestrebungen, diese sexuelle Bildung zu besetzen und die eben auch ganz schön perfide handeln. Also das steht auch dann nicht, ja, wir machen antifeministische sexuelle Bildung, und da steht aber auch nicht mal, wir machen konservative sexuelle Bildung, sondern also ein Schlagwort, wo ich mittlerweile sehr viel, sehr hörig werde, ist, wenn da steht, wir machen werteorientierte Sexualpädagogik. Werteorientiert klingt erstmal ja total nett. Ich würde von mir auch behaupten, ich mache werteorientierte sexuelle Bildung, aber die Werte sind halt sehr unterschiedlich. Und das ist auf jeden Fall so ein Buzzword. Und da gibt es eben Organisationen, also so die bekannteste und auch größte und deswegen vielleicht auch mit gefährlichste, nennt sich Teenstar. Und die sind ganz eng verbunden zum Beispiel mit der Demo für alle, also einer Initiative, die sich stark einsetzt für das Ende der Frühsexualisierung und der Streichung von LGBTQ-Themen aus dem Lehrplan. Und die Leute von Teenstar, da haben die Magazin Falter oder die Redaktion von Falter 2018 sehr lobenswerterweise Unterlagen geleakt, wo wirklich haarsträubende Dinge drinstehen, die eben dann sogenannte Teamerinnen in dieser Teenstar-Ausbildung an junge Menschen vermitteln soll. Ich werde das nicht komplett ausführen, weil das A sehr lange dauert und B auch wirklich mir die Haare zu Berge stehen lässt, aber da ist von Konversionstherapien die Rede, da ist die Rede von Selbstbefriedigung ist eine Ich-Bezogenheit und gehört deswegen überwunden, um eine gute Beziehung zu führen. Da ist die Rede, dass wenn Jugendliche sagen, sie würden aber gerne Sex haben miteinander, weil sie mögen sich so gerne, davon gesagt, naja gut, aber wenn ihr euch so mögt, dann warum heiratet ihr dann nicht schon gleich? Dann könnt ihr ja auch Sex haben. Und das geht halt also so immer weiter und so stehend, aber das steht nur verdeckt in irgendwelchen Flyern drin. Das wird dann irgendwann in Unterrichtsmaterialien expliziter, aber erstmal ist das nicht ersichtlich und steht auch in diesen Unterlagen drin. Also das darf niemals geöffnet werden, diese Ordner ohne Teamleiter anwesend, ist zum Beispiel ein Punkt. Und die sind immer noch an Schulen. Also im Juli zum Beispiel gab es Vanina Regensburg in der Grundschule. Das hat erst geendet, als nach einer Unterrichtseinheit von vier eine Mutter auf Twitter gepostet hat, was ihr Kind damit nach Hause bringt, weil da eben ein Flyer war, wo solche Inhalte drin standen. Und das wurde dann als Kultusministerium und dann wurde das gestoppt. Aber laut eigenen Aussagen machen die mehrere zweistellige Workshops in ganz Deutschland. Und ich möchte den Schulen nicht unterstellen, dass sie die bewusst einladen. Ich glaube aber, dass das ganz oft, ah ja, toll, sexuelle Bildung, holen wir uns rein, was erstmal ja auch total gut ist. Und dann da nicht so weiter drüber nachgedacht wird und nicht so richtig nachgeforscht wird und erstmal
sich auf so Buzzwörter verlassen wird und dann nicht genau geguckt hat. So. Und das ist so sehr, sehr gefährlich. Es gibt das noch in so ein bisschen abgeschwächterer Form. Zum Beispiel das Programm, das heißt sich My Fertility Matters, also meine Fruchtbarkeit ist wichtig. Das ganz stark gefördert ist von der von katholischen Bistümern und Kirchen. Und wo so ein ganz großer, also der Name sagt schon, ne? Also es wird ein ganz auf so Fruchtbarkeit und Zyklus und es ist so die große Zyklus-Show und dann mit großen Plüsch. Wir haben also, ne, wir benutzen auch viele Plüschmaterialien, das ist total super, um Kinder das zu erklären, aber wo es dann auch im Kleinen dann aber auch schon wieder anfängt zu haken. Also wenn dann zum Beispiel direkt nach der Vereinigung Eizelle, Samenzelle darf dann das Gewinnerspermium-Kind dass diesem Einzeller einen Namen geben. So, da werde ich als Person auch schon wieder hellhörig, weil das natürlich sehr viele Narrative füttert, die in Richtung Pro-Life gehen. Genau, wobei man natürlich auch sagen könnte, wenn die katholische Kirche irgendwas über Sexualpädagogik vermitteln wird, erstmal gut, aber natürlich gehört es da auch, wachsam zu sein und irgendwie drauf zu gucken. Ja. Vielen Dank, ja, auch für diesen Einblick und genau eben auch sowohl den Einblick ganz praktisch als auch eben nochmal in Strategien. Du hast ja damit auch mehrere angesprochen, ne? Teenstar, also auch dieses sich hinter Bezeichnung und Namen zu regelrecht ja auch zu verstecken, vielleicht, was wir auch von ne, Väterrechts-, Männerrechtsvereinigung kennen und da so ein, vielleicht auch bewusstes Verwirrspiel oder Versteckspiel zu betreiben, ebenso wie dann mit solchen Workshop-Angeboten an Schulen zu sexueller Bildung. Ja, ja, total. Das passt auch so zu einer Frage, wo du so die Gefährlichkeit von Incels war, glaube ich, auch eine Frage im Online. Genau. Und, also, ja. Und da wird auch viel mit so versteckten Wörtern gearbeitet. Also man denkt an den Forum Soziale Inklusion, die 400.000 Euro vom Bundesministerium für Familie, Jugend und Frauen zu, also nicht ausgezahlt bekommen, aber erst mal zugesprochen bekommen hat und dann erst so später klar wurde, oh, das sind ja Männerrechtler und die auch die Männerrechtler, die auf jeden Fall antifeministische Sachen mit sich bringen und das, weil erstmal soziale Inklusion, total super, das klingt ja mega. Oder auch der sogenannte Gender-Kongress, der eben auch von Männerrechtlern organisiert ist, der, glaube ich, nicht so viele TeilnehmerInnen hat und in Nürnberg stattfindet, aber vielleicht würde ich auch Gender-Kongress denken, ach, total nett, gehe ich mal hin, ich glaube, ich hätte da nicht so viel Spaß. Ja. Oder sehr viel Spaß, das genau. Genau, je nachdem. Genau, und das vielen, vielen Dank nochmal auch als Beispiele, ja, sowohl genau für diese eben auch Achtsamkeit, was hier jeweils mit Begriffen und Bezeichnungen gemeint ist oder eben auch die dann jeweils von eigener Seite aus zu füllen und sehr konkret dann auch wieder zu sagen, was gemeint ist, zum Beispiel dann eben auch mit den Angeboten von ihrer, von Pro Familia Seite, ne, wenn es um Sexualpädagogik oder sexuelle Bildung geht. Und genau, natürlich auch hier erstmal schon mal vielen Dank. Die Zeit ist insgesamt begrenzt, aber natürlich die Möglichkeit auch, dass wir nochmal sozusagen auf Fragen auch an Sie direkt zurückkommen. Aber es haben sich schon einfach so tolle auch Verknüpfungen im Bereich Bildung ergeben, dass ich jetzt doch schon mal direkt zu Lisanne Hallmann weitergehen würde in unserer virtuellen Runde hier und auch Sie noch einmal kurz für Sie im Publikum vorstellen. Als Bildungswissenschaftlerin Lisanne Hallmann, beschäftigen Sie sich und forschen zu Ausschlüssen. Auch dazu haben wir ja so ein klein bisschen schon in Ansätzen was gehört, aber eben auch nochmal ganz konkret im Zusammenhang mit Bildung und sind unter anderem im Vorstand des Bundesverbands Queere Bildung, arbeiten in verschiedenen Projekten und mit den unter anderem eben Schwerpunkten, das hatten wir eben deswegen auch schon so als Verknüpfung, Aufklärung, aber eben auch Bildung, Bildungsbenachteiligung, Antidiskriminierungsarbeit. Herzlich willkommen und schön, dass auch Sie dabei sind. Und genau, es wurden schon jetzt verschiedene Formate, auch Workshops mit SchülerInnen angesprochen, auch was da so Rahmenbedingungen in der Zusammenarbeit mit Schulen verbindet oder betrifft. Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, vielleicht auch gar nicht für alle, genauso wenig wie Sexualpädagogik, ganz selbstverständlich klar, was verbirgt sich hinter queere Bildung? Was verbirgt sich vielleicht auch hinter der konkret Arbeit des Dachverbandes queere Bildung? Und
damit auch, was sind so Ihre Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit? Vielen lieben Dank, dass auch ich hier sein darf und vielen Dank für die Vorstellung. Genau, ich bin eben jetzt hier vor allem für den Bundesverband Queere Bildung und wir versuchen so ein bisschen eine Vernetzung herzustellen zwischen lokalen Projekten in Deutschland, die irgendwie im Bereich der queeren Bildung, also was wir damit meinen, ist hauptsächlich Bildungs- und Aufklärungsarbeit oder Projekte, die irgendwie im Bereich sexueller, geschlechtlicher und romantischer Vielfalt Angebote haben. Da gibt es zumindest die unter uns organisiert sind in Deutschland so ungefähr 75 verteilt über Deutschland, auch sehr unregelmäßig verteilt. Und da versuchen wir nach innen in unsere eigenen Strukturen erstmal eine Unterstützung anzubieten, Vernetzung, Fördermöglichkeiten, Qualifizierungsmöglichkeiten anzubieten. Da ist tatsächlich, das übersteigt sich jetzt ein bisschen oder ist thematisch vielleicht auch relevant, ist etwas, was wir gerade sehr viel aufarbeiten und wo auch viele Nachfragen kommen aus den Projekten. Es ist gerade so Umgang mit, wir behandeln das mal unter dem TERF-Label, also gerade mit so vermeintlich feministischen Rhetoriken, die sich dann aber ganz explizit queer bzw. transfeindlich zeigen oder das auch sind. Also das ist was, wo wir intern versuchen, Unterstützung zu geben für die Projekte. Ich sage vielleicht noch mal ganz kurz ein Wort zu den Projekten selbst. Ja, das klassische Modell, was wir haben, sind Schulaufklärungsworkshops. Also da können Projekte hauptsächlich Ehrenamtliche, wir haben ein paar Hauptamtliche, von Schulen, von Schulklassen, Leitungen, LehrerInnen eingeladen werden. Oder eben einige Projekte haben auch eigene Räumlichkeiten, die besuchen und haben da so einen mehrstündigen Workshop, wo unser Schwerpunkt in vielen Organisationen auch immer ist, so eine Idee von mit Menschen reden. Also tatsächlich mit Menschen, die irgendwie betroffen sind oder die sich unter einem queeren Label wiederfinden, die eine Coming-out-Erfahrung haben, wie auch immer, in Klassen zu gehen und so einen Dialog herzustellen zwischen Menschen, die oder zwischen Jugendlichen häufig auch, die eben noch nicht in so einer organisierten antifeministischen Strömung drin sind, aber die Rhetorik von Medien, von ihren Eltern, von sozialen Medien schon übernommen haben und da einfach so ein bisschen Kontakt herzustellen und aufzuklären. Und das versuchen wir halt eben auf Bundesebene einmal, wie ich gerade gesagt habe, nach innen zu vertreten, zu unterstützen und natürlich auch nach außen so ein bisschen eine Gemeinschaft zu bilden und auch politisch letztendlich Lobbyarbeit zu machen. Also wir sind ziemlich genau Teil von dem, was so als Homo-Lobby oder Trans-Lobby beschrieben wird. Das versuchen wir zu sein und auch mit sehr viel Stolz versuchen wir das zu sein und versuchen da irgendwie so ein bisschen auf so einer politischen Ebene auch ein Standing zu bekommen und eine Verteidigung für die einzelnen Projekte zu schaffen. Ja, am Beispiel Homo-Lobby, genau so wie Sie es gerade genannt haben, vielleicht auch wiederum ein Beispiel dafür, Begriffe dann wiederum vielleicht anzueignen oder sie selbst wieder genau zu füllen, zu besetzen. Und genauso haben Sie auch schon genau Bezug genommen auf eine Frage, die auch im Chat auftauchte, genau nach TERF, ne, und den, also Trans-Exclusive Radical Feminists, wie sie sich selbst nennen, nur um das hier einmal auch nochmal so für alle transparent zu teilen, ob die als antifeministisch einzuordnen sind. Wenn ich das jetzt so ganz frech diese Frage einfach mal direkt an Sie nochmal weitergeben darf, bevor wir auch nochmal zurück zu Ihren auch angewandten Strategien auch im Rahmen der Tätigkeit kommen, aber weil sich das gerade so schön ergibt. Also da würde ich tatsächlich oder auch kann ich für zumindest zweite Teile, sicher nicht für alle Teile des Netzwerks, sehr deutlich die Position beziehen, dass eine turfige Haltung, also eine Haltung, die sich ganz explizit gegen bestimmte Frauen, bestimmte Männer richtet, die sich gegen die Geschlechtsidentität von bestimmten Menschen richtet, für mich keine feministische Haltung ist und dementsprechend, auch wenn sie organisiert ist, eine antifeministische Haltung darstellt. Vielen Dank. Ja, genau diese Frage der Einordnung und das dann sicherlich ja eben genau auch immer in Zusammenhang mit dem eigenen Verständnis und der eigenen Haltung von Feminismen, aber auch von Antifeminismen oder Antifeminismus. Im Umgang damit, was würden Sie noch mal sagen aus Ihrer Praxis, genau auch an Schulen, sowohl eben
so, ne, in der Arbeit auch konkret mit SchülerInnen, mit pädagogischen, wahrscheinlich auch MultiplikatorInnen, stelle ich mir vor. Was sind da sowohl eben auch nochmal ganz konkrete Herausforderungen, aber auch schon Strategien, die Sie vielleicht gerade auch im Rahmen des Dachverbandes und dieser Tätigkeit hier nochmal vielleicht auch vorstellen, teilen wollen, neben dem, was Sie ja schon angesprochen haben, auch an Vernetzung, was so ein Dachverband ja auch immer schon mal bedeutet. Also vielleicht fange ich so ein bisschen mit den Strategien an. Also da ist tatsächlich für uns oder die Hauptaufgabe, die wir sehen, neben so einer gewissen politischen Vertretung, auch einfach eine Stärkung von allen Individuen, die hauptamtlich, aber eben, wie ich gerade gesagt habe, zu vielen Anteilen auch ehrenamtlich mit auch ihren eigenen Verletzungen, ihrer eigenen Identität in diese Bildungsarbeit reingehen. Und um die so ein bisschen auch zu schützen, ist für uns eine ganz wichtige Strategie, da Unterstützung, Bildungsmaßnahmen, Vernetzung und Austausch irgendwie sicherzustellen, weil unser Ansatz eben darüber ist, dass Menschen mit ihrer eigenen Identität in diese Diskussionen gehen können. Und ich glaube, wir alle, die in diesem Bereich arbeiten, kennen das, dass das auch erschöpfende und verletzende Diskussionen sein können. Und da versuchen wir eben so ein bisschen so eine Rückhalt und Stärkung anzubieten und das einfacher zu machen. Eine andere Strategie ist tatsächlich auch, dass gerade lokale Projekte nicht alle Schulen erreichen können und wir auch viel auf so einer Freiwilligkeitsbasis natürlich arbeiten. Die Schulen müssen uns einladen. Und da gibt es auch einfach viele Schulen, die das nicht tun, auch bewusst nicht tun und nicht wollen. Und da stoßen wir auch so ein bisschen mit unseren Strukturen und auch mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, momentan an Grenzen, dass man dann auch wir häufig an so einen Punkt kommen, wo wir sagen, da können wir jetzt auch tatsächlich nicht mehr in diese Herausforderung gehen zum Schutz von Ressourcen, von Menschen, die irgendwie beteiligt sind. So. Ja, vielen Dank. Auch hier nochmal die Nachfrage auch in Richtung Sandra, wenn es direkt, ich habe hier nochmal eine Nachfrage auch gleich nochmal an Hanna Wagner, aber gibt es gerade auch eine an Lisanne Heilmann, die ich hier womöglich übersehe und die hier vielleicht direkt sich zu Wort melden wollte? Ich glaube, das hat sich vielleicht noch auf das Thema TAS bezogen, wenn ich jetzt richtig verfolgt habe, ist dann Pauline Hamange Antifeministin. Genau, und zu Hanna Wagner gab es nochmal eine Frage wegen Pro Familia, Wiebke, das hattest du ja gerade schon erwähnt, da springen wir gleich nochmal rüber. Genau, vielen Dank. Und auch eine genau Nachfrage hier nochmal generell zum Wording, aber dann würde ich auch vorschlagen, genau, komplettieren wir erstmal die Runde, sodass auch Juliane Fischer-Rosendahl zu Wort kommt, ohne dass wir, genau, nicht alle auch nochmal und auch Sie, Hanna und Lisanne, ihr gleich auch nochmal die Möglichkeit habt, jetzt switche ich hier doch mit dem Sie und Du, aber genau, um auch die Runde der Themen, gleichzeitig auch die Palette hier nochmal zu weiten und zu komplettieren. Schon im Titel der Veranstaltung, ne, ist die Rede von Angriffen auf Gleichstellung und Selbstbestimmung und auch im Fragen- und Antworten-Chat gab es hierzu direkt, ich glaube, eine der ersten Nachfragen. Also ganz herzlich willkommen auch Juliane Fischer-Rosendahl, die damit täglich umgehen muss und Sie werden uns hier wahrscheinlich gleich davon berichten, als sowohl Bundessprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunale Frauen- und Gleichstellungsstellen, als auch gleichzeitig hier in Berlin-Spandau im Bezirk die Gleichstellungsbeauftragte. Und damit genau können Sie wahrscheinlich, stelle ich mir vor, genau zu allen bisher auch schon im Chat und hier auf dem Podium angesprochenen Punkten direkt etwas sagen, wenn ich Sie fragen würde, wo und in welcher Form Ihnen im Rahmen Ihrer Arbeit antifeministische Positionen begegnen. Ja, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ganz am Anfang wurde es schon gesagt, Sie sind überall. Sie haben tendenziell eine politische Heimat, aber wir werden Sie auch von Personen hören, die sich selbst als links oder liberal bezeichnen, sobald die politische Gegnerin ausgemacht wird, fällt ganz häufig leider auf die Maske des Feminismus. Und jetzt in der
allgemeinen Arbeit, da habe ich natürlich auch noch mit anderen Gleichstellungsbeauftragten gesprochen. Da könnte ich jetzt mal sagen, ich will unterscheiden zwischen dem, was wir erleben und dem, was wir mitbekommen, weil wir uns den ganzen Tag natürlich mit diesen Themen beschäftigen. Und da ist wirklich ein breites Spektrum antifeministischer Positionen und Vorfälle zu verzeichnen. Also von der im ewigen Satz, es ist doch schon alles gleichgestellt, also die so eine Art Verharmlosung auch von Gewalt gegen Frauen, hier hören wir immer wieder, der Kampf gegen die Istanbul-Konvention ist dann der nächste Schritt, bis hin zu sexuellen Bedrohungen und auch Morddrohungen gibt es tatsächlich bei Gleichstellungsbeauftragten alles. Ganz kurz noch, aber zu der Ebene, was wir mitbekommen, heißt natürlich auch zu sehen, wie Politikerinnen oder Feministinnen in der Öffentlichkeit angegangen werden. Und das verstärkt sich, dieser Hass verstärkt sich natürlich, und das müssen wir auch immer wieder sagen, sobald die Person schwarz ist, sobald die Person jüdisch ist, Muslima, wie auch immer. Das ist ein unvorstellbarer Hass, der diesen Frauen auch oder Personen, AktivistInnen irgendwie entgegenschlägt. Und das ist auch hart mitzuerleben. Ja. Vielen Dank. Ja, und hier genau auch jetzt zu Recht nochmal der Hinweis, dass sich auch da gesellschaftliche Privilegien beziehungsweise eben auch benachteiligte Positionen, rassistisch strukturierte Gesellschaften, all das auch wiederum nochmal auswirken, wenn wir über Angriffe sprechen und auch über das Level oder die Dimension genau an Angriffen und Bedrohungen, die Sie auch oder mit denen Sie KollegInnen von Ihnen ganz konkret im Alltag umgehen müssen. Und vielleicht bevor wir, und wir hatten ja auch schon die Ebene von, Femiziden mindestens angesprochen, auch das Phänomen der Incels schon angesprochen. Wenn wir jetzt nochmal sozusagen auf diese gesellschaftlich verbreitetere Variante der Position zurückkommen, eine Frage, die hier ganz am Anfang schon im Chat kam und natürlich nicht die Erwartung, jetzt hier das Patentrezept in einer Minute zu erwarten, aber etwas, was vielleicht ganz viele kennen, dass im Freundes- und Bekanntenkreis Positionen geteilt werden, ne? Wir haben doch schon so viel Gleichheit und Fortschritt, warum denn, ne, entweder jetzt noch mehr Gleichstellung, vielleicht auch warum denn jetzt auch noch so eine Position, gerne auch aufgehangen am Thema geschlechtergerechte Sprache und gern auch damit sehr viel auch Emotionen diskutiert. Und dass hier genau immer wieder auch die Wahrnehmung, zumindest wurde es hier so geschildert, ist, dass die Personen, die sich so äußern, sich vielleicht auch auf irgendeiner Ebene, auch das klang schon an, bedroht fühlen oder nach Zeiten zurücksehen, vielleicht aber auch gerade bedroht fühlen, dass eigene Privilegien oder eigene, ja, ich würde es schon so nennen, aber vielleicht auch Gewohnheiten, vielleicht sagen wir auch nochmal breiter Gewohnheiten gefährdet sind. Wie kann man damit am besten umgehen, beziehungsweise was ist vielleicht eine Strategie auch von Ihnen, damit umzugehen? Die Strategie ergibt sich immer aus dem Zustand. Also wenn ich jetzt im Privaten rede und mir die Personen wichtig sind und ich merke, da gibt es eine Offenheit auch zu diskutieren, werde ich argumentieren, werde ich Statistik zeigen, wissenschaftliche Artikel, was auch immer, zum Beleg, zur Veranschaulichung ranzuholen. Ich habe aber auch eine rote Linie, also mit Rechten reden oder mit Menschen, deren, von denen ich weiß, sie wollen das gar nicht hören, sondern deren Ideologie ist eben eine Ungleichwertigkeit von Menschen, da bin ich raus, muss ich sagen. Und eine Strategie für uns, würde ich sagen, als Gleichstellungsbeauftragte ist immer, wir müssen uns grundsätzlich vernetzen. Wir müssen uns austauschen mit Menschen, die ähnliche Werte haben. Wir müssen uns austauschen über das, was uns widerfährt. Und wir müssen natürlich auch irgendwie verhindern, dass wir zu verbittert werden über diese Zustände und den permanenten Backlash. Weil wir müssen uns natürlich auch freuen können über die Errungenschaften, die wir auch haben und gelegentlich versuchen, humorvoll mit auch Hasskampagnen umzugehen, indem wir zum Beispiel ein Bullshit-Bingo draus machen oder die ständig ankommenden Dickpics in ein Memory-Spiel verwandeln. Also auch das sind Strategien, um da mal ein bisschen die Ernsthaftigkeit mit rauszunehmen. Und auch die wahrscheinlich genau innerhalb der jeweiligen Schmerzgrenzen und genau. Aber natürlich die Hinweise auch nochmal vielleicht auf
ganz kreative Form, genau, der Selbstfürsorge. Auch Lisanne Hallmann hatte ja schon angesprochen, ne, dass es auch da eben genau auch Form des Selbstschutzes auch im Umgang damit braucht. Und natürlich auch, das hatten Sie ja ganz zu Beginn schon angesprochen, auch die gemeinsame Reflexion und Vernetzung und auch Stärkung, gerade bei dann auch unterschiedlich verteilten Betroffenheiten. Und dafür auch den Blick zu bewahren, dass nicht alle von allem genau gleichermaßen auch bedroht oder betroffen sind. Ja. Vielen Dank schon mal für diese Einblicke und auch natürlich nochmal die letzten, muss ich leider schon sagen, Möglichkeiten, hier sich zu Wort zu melden, eine Frage zu stellen. Aber bevor die untergeht, möchte ich nochmal die an ganz konkret Hanna Wagner gestellte Frage weitergeben, hier aus dem Chat. Ob es, vielleicht haben Sie es auch schon gesehen, direkt auch Erfahrungen mit antifeministischen Einstellungen bzw. Äußerungen gibt, wenn Sie direkt im Kontakt mit KlientInnen sind. Oder hier ist auch nochmal von TeilnehmerInnen die Rede, vielleicht dann auch im Rahmen der sexuellen Pädagogik, könnte ich mir vorstellen. Und was ist da Ihr Umgang damit, um genau den Blick auch hier nochmal Richtung Strategien zu richten? Ja, genau. Also so Äußerungen sind auf jeden Fall etwas, was uns, glaube ich, begegnet und da auch das auch nicht so selten vorkommt. Aber ich finde, da gibt es so ein bisschen Abstufungen. Ist es irgendwie eine Einzelberatung und ist es irgendwie eine Äußerung, mit der dann gut gearbeitet werden kann? Oder merkt man, die Person sitzt eigentlich nur jetzt hier in dieser Beratungsstelle, um ihre antifeministischen Thesen hervorzubringen? Dann fühle ich mich auch total befreit, dieses Gespräch zu beenden, weil wo. Aber das muss ich sagen, ist mir zumindest noch nicht passiert. Bei Äußerungen ist es eben, finde ich, ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite finde ich es auch immer gut, eine klare Kante zu ziehen und zu sagen, okay, so geht das nicht, so kann nicht über bestimmte Menschengruppen und so weiter gesprochen werden. Und dennoch ist es mir da oft wirklich eine Antwort zu geben, gar nicht für die Person, also auch natürlich gerne, wenn die ankommt und man im Gespräch bleibt, super gerne. Aber oft auch, ganz oft für die alle anderen Personen im Raum, also um eben, wenn es eben um eine Gruppe geht, eine Gegenantwort anzubieten und das nicht als einzige These dafür im Raum stehen zu haben und antworte dann manchmal darauf eher für den Rest der Gruppe als für die Einzelperson, wobei ich natürlich auch gerne dabei bin, wenn die Person das dann annehmen möchte. Genau, und oftmals sind das eher dann so provokante Äußerungen, die dann mal so einmal hingeworfen werden, dann agiert man damit kurz und dann ist eher so, okay, damit wurde irgendwie umgegangen, man ist trotzdem entspannt geblieben, man arbeitet trotzdem weiter. Meistens funktioniert das. Genau, das ist so in Gruppen, in Beratungen ist es eher ein, muss dann geguckt werden, kippt dann das Gespräch, dann muss es kippen. Da ist, finde ich, dann der Einfluss auch, also da ist die Haltung wichtiger als dann der Erfolg des Beratungsgesprächs vielleicht in dem Moment, aber natürlich ist man da auch in einer professionellen Rolle, ne? Also ich würde anders privat einer Person gegenüberstehen, als ich es in der Beratungssituation mache. Und das finde ich auch total richtig und total wichtig so, weil da eben auch wieder so der rechte Aspekt mit reinspielt. Also so natürlich bin ich total, finde das total richtig, ne? Mit Rechten reden bin ich auch nicht im Team. Und trotzdem werde ich nicht bei jeder Person, die jetzt eine sexistische Äußerung nennt, hatte ich trotzdem ein Recht auf die Informationen, die ich in dem Moment ja habe. Genau, finde, das ist eben eine Abwägungssache und finde das aber auch wichtig, dass das bei uns im Team zumindest so abgesprochen wird. Jeder geht so weit, bis, wie er möchte. Niemand muss und das gibt total viel Kraft. Ne? Dann kann man sich das wirklich gut überlegen. Genau, aber das ist aber auch bestimmt was, was euch in der queeren Bildung auch oft oder öfters vielleicht passiert. Also, komm. Ja. Wahrscheinlich allen hier genau ja. Auf dem Podium sitzenden, ne, stelle ich mir vor. Aber sehr gern, Lisanne Hallmann, direkt auch nochmal, finde ich. Nee, ich kann das einfach auch nur so bestätigen, dass wir das auch in sehr, sehr vielen Fällen genauso handhaben. Alle passen auf sich selber und aufeinander auf. Und dass ich auch weiß, dass sehr, sehr viele unserer lokalen Projekte, da auch sehr viel investieren in auch Teams zu bilden, die sich gegenseitig kennen, die sich gegenseitig vertrauen. Und auch wenn die Bildungsarbeit als solche natürlich erstmal kein Schutzraum sein kann für die Teamenden und auch nicht sein soll, zumindest das Team, was dahinter steht, irgendwie in einer gewissen Form eine Sicherheit oder eine Form von gegenseitiger Solidarität und Unterstützung bietet.
Genau, und auch da nochmal so diese Unterscheidung zwischen, es muss nicht an jede Schule gegangen werden, wenn man davon ausgehen kann, dass da einfach nur Ablehnung kommt. Es muss auch nicht jede Debatte mit jedem Elternteil geführt werden. Und gleichzeitig ist ja dann doch nochmal auch bei Kindern und Jugendlichen so dieser Versuch von was anderes aufzuzeigen, weil es häufig, oder in unserer Erfahrung zumindest gerade so queerfeindliche Aussagen, häufig auch eine Rhetorik ist, die übernommen wird und nachgeredet wird, aber letztendlich mit viel weniger Hass gefüllt ist oder mit viel weniger Überzeugung gefüllt ist, als das vielleicht bei manchen organisierten Erwachsenen der Fall ist. Ja, vielen Dank. Auch nochmal genau für diese Perspektive, auch von ganz konkreten Ansatzmöglichkeiten. Und eine Frage, die daran anschließt und damit dann auch vielleicht genau auch nochmal gleich für Sie, Lisanne Heimann und auch Juliane Fischer-Rosendahl, so die letzten, sage ich mal, letzten Worte leider an dieser Stelle. Aber weil es die Perspektive auch so schön aufmacht und die Überleitung zu den Netzwerken und der auch kollegialen Unterstützung, der Suche und nach Verbündeten, ob es eine Möglichkeit, das ist hier ganz konkret an queere Bildung gerichtet, der Zusammenarbeit für mich als Gleichstellungsbeauftragte einer kleinen Kommune gibt. Aber weil das genau insgesamt nochmal so diesen Rahmen aufmacht, der Zusammenarbeit, vielleicht können Sie dazu nochmal ganz kurz auch was sagen, soweit das hier an der Stelle möglich ist. Ich kann erstmal, also Punkt 1, ganz kurz Werbung machen. Wir haben eine E-Mail-Adresse info@queere-bildung.de. Das heißt, Menschen, die uns irgendwie erreichen wollen für Kooperationen, können uns darüber auf jeden Fall erreichen. Dann ist tatsächlich kleine Kommunen ist was, wo wir dran arbeiten. Wir haben tatsächlich momentan ein Demokratie-Leben gefördertes Projekt, das sich explizit auch darauf richtet, also wir nennen das Bildungslücken schließen, also irgendwie gerade im ländlichen Raum kleine Kommunen irgendwie zu unterstützen oder queere Menschen in Kommunen zu unterstützen. Das ist aber ein schwieriges Unterfangen und da würde ich tatsächlich, oder ist ein bisschen das Problem, wenn kleine Kommunen, nicht queere Kommunen, irgendwie kooperieren wollen mit Aufklärungsprojekten, dann ist es am besten, die nächstgrößere Stadt anzuschreiben und da so ein bisschen zu gucken, wer ist da. Und dann ist auch so ein bisschen diese Förderfrage, die uns ja auch wahrscheinlich alle und immer in diesen Projekten und Themen umtreibt, wie kriegt man dann auch Ehrenamtliche dazu, womöglich Stunden, Fahrten auf sich zu nehmen ins Land. Das geht nur mit Geld und auch einer finanziellen und strukturellen Unterstützung. Da sind die Kommunen tatsächlich gerade auch so ein Bereich, der schwierig abzudecken ist. Ja, vielen Dank, ganz herzlichen Dank. Und damit genau auch an Sie, Juliane Fischer-Rosendahl, die letzte Frage schon leider in dieser Runde. Genau, Sie haben es ja auch schon angesprochen, diese Vernetzung. Können Sie da vielleicht auch direkt nochmal so aus dieser Perspektive vielleicht auch für kleine Kommunen oder eben auch, was gibt es nochmal an Unterstützungsmöglichkeiten? Sie hatten ja schon viele Strategien auch direkt benannt, aber vielleicht nochmal so mit diesem letzten Ausblick der Vernetzung. Anders als meine als anderen Gäste auf dem Podium sind wir Einzelkämpferinnen und das darf man dabei nicht vergessen. Das heißt, wir sind auch darauf angewiesen, hinter uns zum Beispiel eine Verwaltung zu haben, die uns stützt. Und das kann ich für mich ganz klar sagen, das habe ich. Wenn ich aber mir vorstelle, dass es gibt natürlich auch kleine Kommunen, wo das nicht der Fall ist. Und dann ist es natürlich gut, und das sage ich natürlich auch als eine von diesen BAG-Sprecherinnen, wendet euch an die BAG, vernetzt euch mit lokalen Frauenorganisationen, mit der Nachbargemeinde, das tun ja die meisten schon, das ist jetzt vielleicht auch ein unnützer Hinweis, aber natürlich auch mit den queeren Projekten, was auch immer an emanzipatorischen Projekten vor Ort ist, gehen Sie hin, greifen Sie zu, vernetzen Sie sich und vor allen Dingen, denke ich immer, wir müssen uns dazu animieren, aktiv zu werden, sobald eine von uns angegriffen wird. Und mit eine von uns meine ich natürlich all diese AktivistInnen, die sich für eine emanzipatorische Gesellschaft einsetzen. Ja,
Ganz herzlichen Dank. Das ist ein tolles, solidarisches Schlusswort für diese Runde. Und Sie haben es eben angesprochen, vielleicht überflüssig der Hinweis, aber gerade manchmal liegen ja vielleicht die naheliegenden Sachen in Momenten von Anspannung, Angriffen und Bedrohung dann doch gar nicht so nah. Also insofern ganz herzlichen Dank an Sie drei, Juliane Fischer-Rosendahl, Lisanne Heilmann und Hanna Wagner. Gern würde ich diese Runde noch fortsetzen, aber wir kommen direkt anschließend genau auch dazu, was Sie schon angesprochen hatten. Wie können wir uns weiter vernetzen, miteinander im Austausch bleiben und unterstützen? Und natürlich bleiben Sie auch gern noch in dieser Runde. Und wir sehen uns hoffentlich dann auch in Live und Farbe ganz bald wieder. Herzlichen Dank. Und ich komme jetzt noch mal direkt zu den Projektbeteiligten aus dem Projekt Antifeminismus begegnen, Demokratie stärken. Genau, Sandra, du hast mich gerade schon hier im Chat die ganze Zeit unterstützt. An dich übergebe ich jetzt gleich das Wort und du dann weiter nochmal an die weiteren im Projekt Aktiven und dem ganzen Projekt natürlich auch dann das Leben geben, das mit Leben füllen. Wie das konkret aussieht, genau das soll jetzt unter der Überschrift Vernetzen, Gestalten, Handeln unser Ausblick und damit auch für Sie nochmal das ganz konkrete Angebot an Beteiligung sein. Und Sandra Hu beginnt hier mit den Punkten des Netzwerks Antifeminismus begegnen, alles was das Thema Antifeminismus, Mediathek und das damit verbundene Wissen und den Informationstransfer betrifft. Sandra, du hast das Wort. Danke dir, Wiebke, für die tolle Überleitung und auch danke an meine VorrednerInnen. Genau, wie Wiebke auch schon am Anfang gesagt hat, ist das Projekt Antifeminismus begegnen Demokratie stärken ein Verbundprojekt. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal betonen, ein Verbundprojekt von der Amadeo-Antonio-Stiftung, Dissens-Institut für Bildung und Forschung und dem Gunnar-Werner-Institut der Heinrich-Böll-Stiftung. Das Projekt ist ein mehrjähriges Projekt und wird bis Ende 2024 laufen. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz gut zu wissen, dass wir nicht nur dieses Jahr hier sind, sondern auch ein bisschen länger. Und genau, den Link zu unserer Projektwebsite, da habe ich am Anfang schon gepostet, schmeiße ich danach auch nochmal in den Chat und dann gehen wir einfach mal rein. So genau, ich werde anfangen mit dem Netzwerk. Ich würde sagen, dass das Netzwerk schon so auch ja, Kernstück des Projektes ist, weshalb Sie ja hoffentlich irgendwie auch alle mit hier sind. Das Netzwerk wird ein bundesweites Netzwerk sein, so wie unser Projekt auch bundesweit ist. Und dabei ist es wirklich völlig egal, ob Sie sich mit Antifeminismus im beruflichen Umfeld beschäftigen, im privaten, im aktivistischen oder was auch immer für einen anderen Umfeld. Es geht eben vor allem darum, in einen gemeinsamen Austausch zu kommen. Das wurde jetzt auf dem Podium davor auch schon sehr oft erwähnt. Ein gemeinsamer Wissensaustausch, ein Erfahrungsaustausch. Es geht darum eben, ja, zusammen auch Gegenstrategien zu entwickeln, zu verbessern und mit Best Practices zu arbeiten. Das heißt quasi einfach, okay, Person X hat ganz gute Erfahrungen mit der Strategie gehabt. Vielleicht ist es auch was, was Person Y ganz gut anwenden könnte. Ganz viel betont wurde vorher auch schon das Thema der gegenseitigen Solidarität und Unterstützung und da darf natürlich auch nicht das Empowerment fehlen an der Stelle. Das Netzwerk wird begleitet durch ein Netzwerk-Newsletter, da werde ich dann im Anschluss an meinen Redebeitrag auch nochmal einen Link in den Chat reinposten. Der wird mehrmals im Jahr bespielt und genau einmal im Jahr, insgesamt drei, dann wird es auch eine jährliche Netzwerkkonferenz geben. Die erste Netzwerkkonferenz in diesem Jahr wird am 17. und 18. Oktober stattfinden in Berlin in der Heinrich-Böll-Stiftung und wird auch den Titel Antifeminismus begegnen, Demokratie stärken tragen. Genau, und da werde ich auch nochmal einen Link zur Anmeldung in den Chat posten. So, genau, der zweite
das zweite Teilprojekt ist mehr eine Querschnittsaufgabe. Und zwar geht es da wirklich einfach um die Wissens- und Informationsvermittlung. Das zieht sich ja eigentlich durch alle Teilprojekte durch, sage ich mal. Da ist vielleicht auch nochmal hervorzuheben, dass wie im Einführungsinput auch schon klar geworden ist, hoffentlich, ist, dass es eben unterschiedliche antifeministische Spielarten gibt und damit auch viele unterschiedliche antifeministische AkteurInnen, was bedeutet, wir haben sehr viele unterschiedliche Zielgruppen, die wir ansprechen wollen und versuchen das eben auch durch gezielte Zielgruppenansprache, aber auch unterschiedliche Formate, um dem eben gerecht zu werden. Ich habe jetzt mal hier nur so ein paar Sachen rausgepickt. Meine KollegInnen werden auch noch andere Dinge oder Formate gleich vorstellen, die dieses Jahr noch veröffentlicht werden. Ich habe hier mal rausgepickt die Publikationen zum Thema Transfeindlichkeit, was jetzt auch schon viel in den Fragen und auch in den Redebeiträgen der VorrednerInnen benannt worden ist, also Transfeindlichkeit und Antifeminismus. Das wird Ende des Monats hoffentlich veröffentlicht werden, ansonsten Anfang Oktober. Dann werden wir auch noch eine Online-Veranstaltung Ende November haben zu den Antifeminismus-Ergebnissen der Leipziger Autoritarismusstudie aus diesem Jahr. Die wurde ja bisher auch schon genannt. Und was auch noch ganz spannend sein wird, das wird über den Gunnar Werner, kurz auch GWI, Instagram-Kanal laufen. Da geht es dann darum, eine Social-Media-Posting-Serie zu machen, wo Antifeminismus eben versucht wird, leicht zu erklären, da es ja ein sehr komplexes Phänomen ist. Genau, und wie Wiebke auch schon genannt hat, es gibt auch die Antifeminismus-Mediathek. Dazu ist vielleicht zu sagen, dass es das so in der Form noch nicht gibt, dass es eine Plattform oder eine Anlaufstelle gibt, wo es jegliche Informationsmaterialien zum Thema Antifeminismus gesammelt gibt. Das Besondere daran ist, dass die Antifeminismus-Mediathek kollaborativ angelegt ist. Das heißt, dass Sie herzlich dazu eingeladen sind, Medienempfehlungen zu schicken. Ich werde gleich dann auch nochmal einen Link in den Chat reinposten, wo Sie vorab auch schon mal Medienempfehlungen uns zuschicken können. Und genau, wir versuchen da vor allem jegliche Art von Medien zu erfassen, also nicht nur die digitalen, sprich Videos oder Podcasts, sondern eben auch analoge Medien, sag ich jetzt mal, wie graue Literatur oder Flyer. Genau, das Ganze wird dann auch begleitet durch didaktische, methodische und kritische Hinweise. Die kritischen Hinweise sind ganz besonders wichtig, weil, wie auch im Einführungsvortrag klar geworden ist, es sehr viele unterschiedliche intersektionale Verschränkungen gibt und da sind die kritischen Hinweise eben sehr, sehr wichtig. Genau, aufgrund der ganzen Bandbreite an Informationen versuchen wir das auch eben anzupassen an unterschiedliche Interessen und Interessensgruppen, beispielsweise durch Tags. Und genau, im Laufe der Jahre wird die Mediathek dann auch noch begleitet durch ergänzende Angebote, wie also die den thematischen Schwerpunkt haben, durch Online-Artikel oder einen Social-Media-Post oder vielleicht sogar eine Veranstaltung. Genau, und das Ganze wird dann Anfang 2023 gelauncht. Und jetzt übergebe ich an meine Kollegin Hanna. Ja. Vielen Dank, Hanna Beek und Ans Hartmann von der Fachstelle Gender, GMF und Rechtsextremismus führen jetzt hier die Vorstellung der einzelnen Teilprojekte mit den Fachtagungen Beratung und dem Monitoring fort. Vielen Dank, Sandra. Genau, Sandra hat ja schon erklärt, dass wir sehr viel Wissen sammeln werden. Und um das gesammelte Wissen an eine breite Öffentlichkeit weitergeben zu können, werden wir mehrere Fachtagungen und Fachveranstaltungen im Jahr durchführen. Mit diesen möchten wir einen Einblick geben in die wissenschaftlichen, aber eben auch praxisbezogenen Debatten um Antifeminismus. Und wir möchten uns mit ExpertInnen und Betroffenen über die Weiterentwicklung von Gegenmaßnahmen austauschen. Die Themen dafür werden ganz nach den Bedarfen des Netzwerks ausgerichtet, also nach ihren Bedarfen, oder eben auf Grundlage von aktuellen antifeministischen Entwicklungen, die wir monitoren. Ich habe hier ein paar Beispiele genannt. Und die Infos zu diesen Veranstaltungen finden Sie derzeit noch auf den Veranstaltungswebseiten unserer drei Organisationen, bald auch auf unserer eigenen Projektseite und natürlich im Newsletter, der gleich im Chat geschickt wird. Und ein weiteres Format sind kollegiale Beratungen. Das ist ein Angebot, das sowohl proaktiv von uns angeboten wird, aber auch auf Anfrage von Ihnen stattfinden kann.
Zum Beispiel, wenn sie selbst als Organisation antifeministisch angegriffen werden oder sich vor möglichen Angriffen im Voraus wappnen möchten, können sie sich bei uns melden. Und damit gebe ich auch schon weiter an das Monitoring. Dankeschön, Hanna. Vielen Dank. Danke, genau. Dafür ist vielleicht auch wichtig, wo man sich melden kann. Dafür wäre zum Beispiel auch diese Adresse, die jetzt hier auf der Folie steht, ganz gut: Antifeminismus@Amadeo-Antonio-Stiftung. Aber auch die Adresse, die vorher schon im Chat rumging, an das allgemeine Projekt. Genau. Und für uns bei der Amadeo-Antonio-Stiftung ist der Großteil von dem Projekt das Vorhaben, dass wir ein bundesweites Monitoring antifeministischer Vorfälle aufbauen wollen, eben auch um sichtbar machen zu können, in welcher Form, in welchen Angriffen und wie differenziert sich eben antifeministische Ideologie äußert und quasi ausagiert wird. Und hierfür wollen wir vor allem mit Meldungen arbeiten, die uns über eine Webseite erreichen können. Die Webseite heißt antifeminismus-melden.de, die ist noch nicht online, Sie brauchen noch nicht draufklicken. Sie wird dieses Jahr aber noch online gehen. Und wer schon vorab mit uns dazu in Kontakt treten will, kann uns gern eben auch unter dieser E-Mail-Adresse, die da noch drunter auf der Folie steht, erreichen. antifeminismus@amadeo-antonio-stiftung.de. Und ich hatte, um das so ein bisschen plastischer zu machen, was eigentlich so ein Monitoring ist und welche Vorfälle oder Ereignisse eine Rolle spielen können in so einem Monitoring und wer sich überhaupt mit Meldungen bei uns quasi melden kann, auch so ein paar Beispiele mitgebracht. Das Gute ist, viele von denen wurden einfach auch schon gerade in den Diskussionen sehr gut dargelegt. Deswegen gehe ich hier einfach mal kurz durch die Liste. Wären zum Beispiel sogenannte Gehsteigbelästigungen, die Hanna Wagner ja vorhin schon sehr ausführlich dargelegt hat, also von organisierten christlichen Fundamentalistinnen, die eben vor Schwangerschaftskonfliktberatungen beten und Leute quasi belästigen. Genauso auch wie organisierte Demos oder Kundgebungen, wie zum Beispiel der Marsch für das Leben, der jetzt in 10 Tagen auch wieder wie immer in Berlin stattfinden wird. Ein klassisches Beispiel, was uns dann auch gemeldet werden könnte, wäre zum Beispiel der Vorfall der Veröffentlichung von einer nicht öffentlichen Frauenhausadresse, was ja durchaus auch ein sehr großes Gefährdungspotenzial mit sich bringt. Ganz klassisch wäre auch sowas wie Sticker oder Flyer im öffentlichen Raum, die zum Beispiel gegen die sogenannte Gender-Ideologie agitieren. Gleichstellungsbeauftragte können sich sehr gern bei uns melden, können uns Vorfälle schicken, die in ihrer Arbeit aus sexistischen Motiven mit Bedrohungen und so weiter an ihrer Arbeit behindert werden. Kommunalpolitikerinnen zum Beispiel, die ja erfahrungsgemäß auch sehr arg von koordinierten Online-Gewaltattacken oder von digitaler Gewalt betroffen sind, eine Rolle spielen. Sehr sicher auch Angriffe auf queere Einrichtungen. Man könnte die Liste sehr lang fortsetzen. Ich schließe mal ab. Angriffe auf queere Einrichtungen oder zum Beispiel ganz konkret oder heute auch schon genannt als sehr trauriges, kürzliches Beispiel, konkret eben Angriffe auf queere Menschen am Rande von queeren Demos, wo eben queerfeindliche Beleidigungen stattfinden, bis hin zu körperlichen und tödlichen Angriffen. Und zu einem Monitoring gehört dann eben auch, dass wir dann im Nachgang von solchen Gewalttaten zum Beispiel auch Online-Diskussionen registrieren, die dann eben solche Ereignisse und Gewalttaten für sich, für ihre eigene antifeministische Agenda nutzen, das dann eben auch gleich noch rassistisch oder transfeindlich instrumentalisieren. Vielen Dank, Ans, für die Vorstellung des Monitoring als eben auch Grundlage für jede weitere Entwicklung von Handlungsstrategien, auch von Handlungskonzepten und was als Angebot im Rahmen des Projektes hier das Ganze noch abrundet, sind Seminare, Workshops, Fortbildung, die uns Ulla Wittenzellner noch einmal vorstellen wird. Genau, ich nochmal zum Abschluss, wie zum Anfang. Genau, wir von Dissens machen den Bildungsbereich im engeren Sinne dieses Projektes. Das heißt, es gibt bei uns längere Formate, wir machen auch kurze, aber auch längere Formate, die auch Wissen vermitteln sollen. Das wurde jetzt schon häufiger genannt. Aber auch Hilfestellungen geben auf anderen Ebenen. Also das kann sein, sowas wie Argumentationstrainings anzubieten. Das kann aber auch Haltungsarbeit bedeuten. Es kann auch eine ressourcenorientierte, Empowerment-bestärkende Arbeit sein, die wir darin machen.
Es kann um andere Angriffe gehen. Angriffe sind nicht immer verbal. Wie können Institutionen darauf reagieren, dass sie zum Beispiel die ganze Zeit kleine Anfragen bekommen? Genau, ganz unterschiedliche Sachen, mit denen wir das füllen. Das ist für Sie, die hier da sind, da. Also alle, die Interesse an dem Themenfeld haben. Für Betroffene bzw. potenziell Betroffene, und zwar sowohl Individuen als auch Institutionen und Organisationen. Und genau, natürlich auch die Demokratie-Lebensstruktur, für die das Projekt ja auch da sein soll. Die Formate sind unterschiedlich lang, das können wir gerne absprechen, ob das ein Tag ist oder zwei, eine halbe, eine Woche. Das liegt auch ein bisschen daran, ob wir das sozusagen genau auf die Institution, die Anfragende zuschneiden. Meldet euch gerne, dafür sind wir da. Wir schreiben aber auch Sachen öffentlich aus. Und das nächste davon, was neben der Netzwerktagung stattfinden wird, genau einen Monat später, am 17. und 18. November, ist zum Beispiel das Thema Antifeminismus und soziale Arbeit, wo wir mit einer Vorabendveranstaltung einen Input zu dem, was wie AntifeministInnen auch soziale Arbeit besetzen. Also nicht nur Sexualpädagogik oder sexuelle Bildung, sondern eben auch soziale Arbeit wird ganz aktiv von AntifeministInnen besetzt. Da gibt es eine Vorabendveranstaltung am 17. und dann einen Workshop am 18. dazu. Genau. Weitere Ausschreibungen findet ihr auf der Webseite, die jetzt schon häufig genannt wurde. Genau. 2024 vielleicht noch werden wir eine Train-the-Trainer-Reihe ausschreiben, damit andere Leute auch genau solche Fortbildungen in den eigenen Strukturen weitergeben können. Ganz herzlichen Dank. Genau das war jetzt nochmal genau für Sie, wie es Ulla Wittenzellner gerade nochmal auch betont hat, genau für Sie gedacht als Möglichkeit, mit dem Projekt in Kontakt zu treten, das Projekt mitzugestalten, mitzunutzen und natürlich auch weiterhin daran zu arbeiten, dass wir eben nicht, wie das Juliane Fischer-Rosendahl auch einmal angesprochen hat, auf dem Podium EinzelkämpferInnen im Umgang damit bleiben oder bleiben müssen, sondern uns gemeinsam diesen Herausforderungen stellen. Und damit wollen wir auch gleich jetzt schon in die Abschlussrunde einsteigen, in die Verabschiedung. Und es wurde direkt schon angesprochen, hier auch im Chat, dass von einem Feierabend die Rede war. Den wollen wir Ihnen auch nicht länger vorenthalten, auch wenn es sicherlich noch viele Fragen gäbe, noch viele wichtige Beiträge Ihrerseits. Für all die wird genau an anderer Stelle Zeit sein. Bevor ich hier nochmal an Henning von Bargen das Wort übergebe, der Hinweis auf die Netzwerktagung am 17. und 18. Oktober in Berlin. Eine Möglichkeit, diesen Austausch fortzusetzen, aber auch eben über die über das Eintragen in den Netzwerkverteiler weitere Gelegenheiten dafür. Den Link oder die einzelnen Links haben Sie hier alle schon, sehen Sie alle schon im Chat. Und natürlich immer auch auf der Projektwebsite antifeminismus-begegnen.de. Und genau, bevor ich dir, Henning, jetzt das Wort nochmal gebe, ganz herzlichen Dank, bevor das womöglich noch von meiner Seite vergessen wird, an Sie alle, die hier diese Veranstaltung, diese Online-Veranstaltung gefüllt haben, an meine drei, insofern, Podiumsgäste Juliane Fischer-Rosendahl, Lisanne Heilmann und Hanna Wagner, an das inputgebende sozusagen Team auch vom Beginn, Henning von Bargen, Judith Rahner und Ulla Wittenzellner und jetzt natürlich auch nochmal zum Schluss die weiteren Beteiligten Hanna Wagner und Ans Hartmann. Und Sie als Publikum und Sarah Klemm sollen natürlich auch nicht vergessen werden. Vielen, vielen Dank für Ihr reges Interesse und damit übergebe ich jetzt an dich, Henning, für die Schlussworte auch schon. Ja, liebe Wiebke Els, ich möchte mich, und das ist eigentlich das Hauptschlusswort, ganz herzlich bedanken bei dir für die wunderbare und kompetente Moderation und dass du uns durch diese Veranstaltung geführt hast. Und ich möchte noch kurz mich bedanken bei den KollegInnen vom Tagungsbüro und der Technik hier, die im Hintergrund uns unterstützt haben und ohne die so eine Veranstaltung für uns gar nicht zu wuppen wäre. Ja, ich möchte alle, die heute, die noch da sind und die sich hier engagiert haben, nochmal bitten, kurz zu zeigen, sodass wir alle gemeinsam nochmal hier Tschüss sagen können.
Vielen Dank euch und Ihnen allen. Das war eine schöne Veranstaltung und wir werden gemeinsam in der einen oder anderen Weise uns weiter mit dem Thema auseinandersetzen, uns bei anderen Veranstaltungen sicherlich sehen. Und ich hoffe, dass die ZuschauerInnen hier doch schon ein bisschen was mitnehmen konnten und auch dann bei den nächsten Veranstaltungen oder bei den Angeboten sich ja, bedienen. Und wenn es Fragen gibt, antifeminismus@böll.de ist unsere Adresse des Projektes. Da können Sie sich auch hinwenden, Fragen stellen. Schauen Sie auf unsere Website, Projektwebsite. Da gibt es immer mal wieder neue Informationen und auch Veranstaltungen. Soweit. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend noch. Ja, haben Sie alle einen schönen Feierabend und vielen Dank.